So, hallo, ihr lieben Inselkumpelinnen bei Let's Lost Together. Ich bin Speedy. Hallo? Wieso bist du gemutet? Also, wieso bist du am Hängen? Pinku? Hallo? Hallo. Ach, jetzt funktioniert es wieder. Ich hatte mich gerade die ganze Zeit gewundert, warum ich dich nicht doppelt höre. Dann wurde mir klar, lol. Ich bin Speedy. Ich bin immer noch Pinku. Und ihr seid auf der Insel Lostalgie mit 21% unbezahlter nachhaltiger Produktplatzierung. 94% ernstzunehmendem Content. Hallo an alle. Ja, Kanakatana, Don, Medi, Limbus, Black Desire und Nachmaju und Limbus. So. Ich bin tatsächlich gespannt, ob alles so klappt, wie ich es mir erhofft habe. Fängt ja schon mal gut an, man sieht mich nicht mehr. Müsste man vielleicht. Ja, sieht man. Oh. Gut, das Spiel ist wahrscheinlich zu laut, ne? Besser. Jetzt musst du noch mal reden, um das mit dir abzumischen. Hallo, ich bin Pinku. Ihr mischt mich jetzt ab. Ich sehe, dass man mich nicht mehr sieht. Und ich sehe einen Stream. Ja, jetzt musst du gehen. Sag mal noch mal was. Sag mal was. Die geht mir auf den Sack. Ja gut. Wenn ihr Tja, Pinko nicht, gut. wenn ihr Pinko nicht richtig hört, einfach Bescheid sagen. So. Ich bin Anima weg. Puella Draconis. Warum bist du weg? Bin in Urlaub gefahren. Jetzt bin ich wieder da. Nee. Jetzt bin ich wieder weg. Ja. Da nimmt sich dieser Bildschirm aber den kompletten Vordergrund. Kann der nur? Ich finde, das hier erinnert mich voll jetzt schon irgendwie an Wind Waker. Aber wenn ich jetzt auf das Spiel drauf drücke, verschwindet Pinko. Das hatte ich bei bisher noch keinem einzigen Videospiel, dass das so permanent. Ach, guck mal, da bist du. Nee. Sag Hä? doch nicht. Ja, man macht ja Disco da unten. Was ist denn hier los? Nee, ich glaube, das liegt daran, ich konnte auch das Spiel hier konnte ich nicht als richtiges Spiel einbetten, sondern ich musste das als Fenster einbetten. Und ich glaube, Discord zeigt nur das oberste Fenster an. Und wenn ich jetzt auf das Spiel gehe, verschwindet das Fenster vom Discord. Also, Während du da am Regeln was kann bist, man da machen? mute ich mich. Was kann man da machen? Ich habe gesagt, ich mute mich und nicht, du musst mich verschwinden lassen. Kann ich irgendwie einstellen, dass Discord trotzdem angezeigt werden soll? So funktioniert das.
Wenn ich das auf klein spiele und das für euch groß mache, wird es funktionieren. Sobald ich Medi es auf sagt, Vollbild mache, verschwindest du. Ja. Pinku kommt mal eben zu dir rüber und setzt sich neben dich. Hey, was heißt hier nebeneinander? Guck mal, sobald ich F4 drücke und ich halt auf klein spiele, ist Pinku zu sehen. Und sobald ich F4 drücke und das auf Vollbild mache, Ey, ey. bist du weg. Unser Hintergrund passt voll zu dem Spiel. Ja. Nee, wir sind nicht in einem Haus. Sobald ich das auf Vollbild mache oder maximiere, verschwindet der Discord. Warum? Das hatte ich bei keinem einzigen Spiel bisher. Dann muss ich es minimiert spielen und es für euch nur größer skalieren. Geht nicht anders. Ich finde es schön, wie du vorm Stream noch gesagt hast, oh, ich hoffe, es klappt alles. Ja, wir sind 10 Minuten drin. 10 Minuten vielleicht. Ich hab ja vorher alles vorbereitet, aber du kamst halt so 3 Minuten vorher und dann konnte man nichts mehr testen. So was Multiplayer. So. Anders kann ich euch das jetzt leider nicht machen. Hallo, Mr. Beknackte Mann. Dann muss ich das minimiert spielen. Die Leiden eines. Ich kann dieses Spiel nicht mit Controller spielen. Ich weine. So soll ich jetzt auch so machen? Intro 1 ansehen, drückt 1 und Intro überspringen, drückt 2. Vor langer Zeit beherrschten Drachen die Welt. Es gab sie in allen Formen und Farben. Mächtige, magische Wesen, die auf Erden, zu Wasser und sogar im Himmel lebten. Alle anderen Erdbewohner fürchteten diese weisen Kreaturen, lange bevor der Mensch sich seiner selbst bewusst war, regierten Drachen alle Himmelsrichtungen. Schön gezeichnet. Geschützt durch Stein und Wald existierten diese unscheinbaren Primaten verborgen in den Schatten. Der Mensch entwickelte sich stetig weiter. Er lernte, Werkzeuge zu beherrschen und fand neue Wege, die Umwelt für sich zu nutzen. Und das erinnert mich an König der Löwen, nur mit Menschen. König der Menschen. Speed ist leise und der Sound wird zu laut. Okay. Ja. Besser? Müsste jetzt besser sein? Test. Die Drachen bemerkten, okay. Die Drachen bemerkten, wie sich die kleinen zerbrechlichen Kreaturen immer weiter veränderten und an Macht gewannen. Das ist jetzt praktisch. Dadurch, dass ich das Spiel minimiert habe, sehe ich sofort darunter den Chat. Das könnte ich immer so machen. Während einige neugierig waren und die Menschen als zu intelligent anerkannten, um als Beute zu gelten. Ich finde die Zeichnungen super. Fürchteten andere ihren Verstand. Viel zu schnell entwickelten sie gefährlichere Gegenstände wie Waffen und hatten sogar das Feuer gezündet.
Und hier, das ist ein RPG Maker im Wii-Spiel. Also, das ist. Wow. So kam es, dass sich der Teil der Drachen, die ihre Vorherrschaft in Gefahr sahen, die Menschendörfer angriffen. Unzählige verloren ihr Zuhause. Und im Nebendorf brennt. Jedoch waren nicht alle Drachen damit einverstanden. Der Mensch würde nicht vergessen. Der einzige Weg, seine Rache zu verhindern, wäre die absolute Ausrottung. Ja, aber auch XP, also dafür, dass es ein RPG-Maker ist, meine ich. Das hat jetzt nichts mit dem MV speziell zu tun. Dies konnten die Gutherzigen unter ihnen nicht zulassen. So entbrannte ein grauenhafter Krieg zwischen den mächtigsten Wesen, die jemals auf Erden lebten. Der Fledermaus-Drache und der Langhals-Drache mit dem T-Rex-Kopf. Wo soll das enden? Welche unschuldigen Tiere empfindet ihr als nächstes als Bedrohung? Sprach ein besonders edler Drache. Sie sind nicht wie die anderen. Bald werden sie mit uns das Gleiche tun. Ihre Neugier wird unser Ende sein, wurde ihm voller Furcht und Zorn erwidert. Selbst das Feuer haben sie für sich entdeckt. Und eines Tages haben sie unsere Klauen und Zähne. Sind die da im Nether? Zahllos viele lernten in diesem Krieg, was der Tod bedeutet. Der Mensch blieb nicht tadellos. Sie verstanden bald, dass sie untergehen würden, sollte die Seite gewinnen, die ihnen feindlich gesinnt war. Zum ersten Mal verbündeten sich die Drachen mit jemandem, der kleiner von ihnen war. Gemeinsam schafften sie es zu siegen und die meisten zornigen Drachen zu vertreiben. Hey, das Bild von Anfang. Es vergingen Jahrhunderte, in denen Menschen und Drachen sich das Land teilten. Während der Mensch sich schnell erholte, verloren die Drachen immer weiter an Macht. Ihre Zahl schwand. Und der Mensch fing an, den Krieg zu vergessen. Nun, wo die Menschen stark und mutig waren, regten sich Zweifel. Man fürchtete, dass die Drachen sich in ihrer Not gegen sie wenden könnten. Das ist jetzt hier Ghost of Tsushima. Schlechtestes Game, die Bilder wiederholen sich, 0 von 10. Ja, also da ist ja jetzt schon Reusing drin. Und hier eindeutig von König der Löwen geklaut, Ghost of Tsushima. Habt ihr vergessen, was einst geschah? Jetzt schlägt die Stunde unserer Rache. Beseitigen wir diese Monster, bevor sie erneut angreifen. Guck mal, die haben jetzt Frieden, ja, und dann haben sich Drachen auch miteinander befreundet und Menschen. Und jetzt kommen diese zwei Idioten da, oder einer, der auf die Idee kommt, und macht alles wieder Schrott. Also, Menschen sollten auf diesem Planeten überhaupt nicht existieren dürfen, ey. Sie haben uns geholfen. Ohne die Drachen wären wir nicht mehr. Die gefährlichsten sind schon längst verschwunden. Ich kenne die Überlieferung. Wer weiß, ob das wirklich stimmt. Vielleicht sind sie nie geflohen und warten auf den richtigen Zeitpunkt. Wir sollten nichts riskieren. So schwach waren sie noch nie. Wir werden sie beschützen, wenn ihr euch fürchtet. Dann geht. Verlasst das Land der Drachen und versucht euer Glück anderswo. Ja, geht in das Land der Affen.
in das Land der Dinosaurier. So kam es dazu, dass die Menschen sich aufteilten. Mhm. In Schwurbler und Nicht-Schwurbler. Immer seltener wurden fruchtbare Dracheneier gelegt. Mit ihnen gingen auch andere magische Geschöpfe. Jetzt kommt Monster Hunter Stories. Guck mal, das Ohngesicht mit dem Drachenei. Oh, oh. Das Ohngesicht hat ein Brot in der Hand. Ein Drachenbrot. Es kam der Tag, an dem das letzte lebende Drachenei vom letzten Drachen gelegt wurde. Die Menschen des Drachenlandes taten alles in ihrer Macht Stehende, um dies zu beschützen. Ich werde euch nicht mehr beschützen können, sagte der letzte Drache zu den trauernden Menschen. Dieses Ei wird der letzte meiner Art sein. Er unterbreitete ihnen ein Angebot, einen ewigen Pakt, die Magie des Drachen, um damit sich selbst und das Drachenjunge beschützen zu können. Solange mein Kind lebt, wird in euch Menschen meine Macht schlummern. Schützt es mit eurem Leben und ihr werdet nichts mehr fürchten müssen. Bringt euer Neugeborenes zu mir. Eins von ihnen wird das erste sein. Ein junges Leben schien geeignet gewesen zu sein. Die soll es sein. Ihre Blutlinie wird den Menschen wertvollster Schatz sein. Sie soll es sein. Ihre Blutlinie wird... Achso, okay. Guck mal, das ist das Harry Potter ohne Gesicht. Dein Chocobo. Idee und Spiel von Limbus. Kapselautomat. Grafiken von Limbus. Oh ja, das sieht man. Grafiken von Limbus. Schon wieder? Ja, das sieht man. Kommt nochmal, ja, Grafiken von Limbus. Alle zwei Grafiken sind von Limbus. Alle beide. Und nochmal bitte. Ah, jetzt kam nichts. Vielleicht Story-Idee? Engine, RPG Maker MV. Von Limbus. Von Limbus. Entstanden im Zuge des DSCS Community Events. Sie wird doch direkt als Bedrohung gesehen. Organisiert von Speedy Underwood und Don F. Tunnel 4. Oh, der Kapselautomat geht auf. Und ist es das Pokémon, das mir noch fehlt? Discord, RPG Maker Academy, Steam-Gruppe, RPG Maker MZ German. Ach, jetzt kann ich drücken. Ach, du Scheiße. Ja, okay. Oh, mach doch nicht Shift auf Run. Wenn ich, also, Run auf Shift, wenn ich jetzt 5-mal hintereinander rennen will, dann blub. Dann verschwindet Pinko wieder da unten. Ein Angriff mitten in der Stadt? Wie ist das möglich? Die Barriere war doch nie die ganze Zeit aktiv. Ja, teilen wir uns wieder auf, oder? Ja, muss ich jetzt. Ja, du bist Lehrer oder ein Schuldirektor? Alle Schüler sofort in den Schutzraum. Genau wie wir es geprobt haben. Die Treppe immer weiter runter. Beeilt euch aber, fallt nicht. Wie wir es geprobt haben, für den Fall, dass ein Drache vom Himmel fällt. Ich mache mir Sorgen um meine Eltern. Hoffentlich ist niemand verletzt. Ich sollte nun auch in den Schutzraum. Darf ich? Ach so, ich wollte mit den Pfeiltasten laufen. Ich habe nicht gelesen. Oh, ich kann nur links und rechts laufen und nicht ducken.
Okay. Kann ich rennen? Ja. Ich möchte auch in Panik sein. Ah! Wie wir es geprobt haben. Bitte geh in den Schutzraum. Aber ich muss doch auf meine Freunde warten. Die sind bestimmt längst unten. Geh nur, ich werde warten. Pass auf dich auf. Natürlich. Ich kann dir nicht nochmal ansprechen. Jetzt ist sie unwichtig geworden. Ich möchte eine Schule sehen, die einen so extrem langen Gang hat. Kaori, bist du hingefallen? Komm, ich helfe dir. Es ist direkt auf mein Zuhause gefallen. Oh nee. Wir müssen jetzt los. Sie werden sich darum kümmern. So wie immer. Sicher ist alles in Ordnung bei dir zu Hause. Bist du sicher? Ganz bestimmt? Mhm. Ich tue so, als wüsste ich's. Ja, Kaori. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir beide auch heruntergehen. Na komm. Da steht Karoi. Lol, ist das denn? Das ist fucking gefährlich, glaube ich. Und da kommen die Bösen und sind die Spielverderber. Das ist der Mr. Monopoly-Mann. Als Drache. Ist so. Monsieur Drache. Kaori! Einfach ausradiert. Alter, der will dir doch was verkaufen. Brauchst du neue lasersichere Fenster? Es ist riesig. Wie konntest du nur durch die Barriere kommen? Erinnert mich so ein kleines bisschen an Attack on Titan mit Drachen. Nanami, bist du unverletzt? Hayato, ich bin unverletzt, aber Kaori ist... Verdammt. Schaffst du es irgendwie herzukommen? Don, Limbus hat RPG Maker durchgespielt. Ja. Das ist einfach der Hammer. Die Treppe, sie ist verschüttet. Dieses Ding, ich kann es spüren. Ah, du bist bestimmt dieses eine Wunder. Nanami, reiß dich zusammen. Wir finden einen Weg, aber komm zuerst mal hier rüber. Es sieht mich an. Oh la la, hallo. Guck mal, bin schon ganz wuschig. Ach so. Nee, die beschießen die mit Papier. Die Armee, sie wird das Ding erledigen. Die Armee? Ich hätte jetzt gesagt, die Arme. Guck mal, er freut sich da. Das ist für ihn eine Massage. Feeling. Ja, genau. Der Drache ist ausfahrbar. Yo. Kennst du diese Clowns, die aus einer Box kommen, wenn man die Kiste dreht? Mhm. Es bringt nichts. Ich kann fühlen, wie es sich amüsiert. Ja, so sah es aus. Was redest du denn da? Es reicht. Ich werde dich nun holen. Wie ist das eine Drohung? Es starrt mich an. Ich weiß nicht, meinetwegen ist Kaori. Ja, und wer macht das jetzt? Ja, weiß ich nicht. Wusste ich es doch. Was macht jemand wie du auf dieser Schule? Jemand wie ich? Ich glaube, wir müssen uns. Ich glaube, die werden viel zusammen sein. Ich glaube, du machst die Blonde. Ich hasse Spätzünder. Wegen deiner Ignoranz sind Menschen gestorben. Hm. Auch wenn die ein bisschen aussieht wie ich, aber. Nur so Wunschdenken, ey. No? Warte, bis man dich holt. Nichts tun. Sollst du doch können. Ich werde das hier schnell beenden. Ja, komm, mach Magical Power. Was ist da los? Mir reicht's. Ich komm jetzt. Ja, okay. Ja, komm halt. Was ist da los? Mir reicht. Ich komm jetzt. Nur bei Twitch Affiliates. Sowas ähnliches wie YouTube Partner. Hier kannst du das nicht. Antwort an. Kann man dieses Twitch Bits irgendwie für den Streamer ausgeben? Doch, ja. Da brauche ich erst 50 Leute. Dann kann man die Bits sammeln und dann kann man die bei mir für irgendwas einsetzen, was ich einstelle. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich meine, wir haben einen ausfahrbaren Drachen. Come on. Ui.
Wusch. Kame. Ein Drache ist sie also. Sie ist ein Drachenflüsterer. Oder selbst ein Drache. Ah, Spiel zu Ende. Fand ich gut. Hast du jetzt das gute oder schlechte Ende? Jetzt kam ein Follower rein. Kana Katana, dankeschön. Ja, und es hat geblinkt. Es funktioniert. Ja, alles blinkt, alles macht blub. Und was Zombie läuft durchs Bild. Was passiert? Bin ich zusammengebrochen? Ich habe übrigens den Zombie extra gelassen. Das ist also der Standardding, aber wir fanden den am besten. Ne? Wir sind ja alle durchgegangen. Was ist passiert? Bin ich zusammengebrochen? Wie? Wo ist Ayato? Ich sehe kaum etwas. Das ist doch aber nicht das Krankenhaus. Das ist perfekt für ein Anime, weil sie alles, was sie denkt, laut ausspricht. Ich laufe mal 2 Schritte in die linke Richtung. Ein kleiner Hebel. Mal sehen. Hat die jetzt die ganze Zeit auf uns gewartet? Viel besser. Dieser Ausblick ist die Stadt. Auf die Stadt. Ich kann das wohl nicht im Schloss. Also kann ich nicht im Schloss. Da ist ein Ding nach unten. Musst du so laut sein? Ich habe gerade nachgedacht. Hast du die ganze Zeit da in der Dunkelheit gesessen? Was denn sonst? Du hast ja schließlich das Bett besetzt. Kannst du mir sagen, wo ich bin? Da war ein Drache und dieses Monster. Du bist im Schloss. Kind hat dich hergebracht, nachdem sie den Eindringling ausgeschaltet hat. Dabei hat sie die ganze Zeit geflucht. Sie ist immer so laut. Ja, die Grafiken werden echt immer besser. Was mit den anderen, den Schülern und den Stadtbewohnern, meinen Eltern und Ayato? In der Vorstadt gab es eine Handvoll Tote und ein Dutzend Verletzte. Bei dem Angriff sind außerdem 5 Schüler ums Leben gekommen. Limbus sollte seine Spiele einfach auf Steam reinstellen und zum Verkauf anbieten. Ja, die Grafiken werden immer besser und auch immer mehr Grafiken gefühlt. Dankeschön. Über einzelne Personen bist du. Hallo! Über einzelne Personen kann ich dir leider nichts sagen. Kin sagt aber, dass da ein nerviger Junge war, ein nerviger Junge, als er sie geholt hat. Ich muss es genau wissen. Danke für die Hilfe, aber ich muss nur nach Hause. Das geht nicht. Ich bin hier, um dir zu sagen, was nun zu tun ist. Fürs Erste zieh dich bitte um. Im Schrank dort findest du etwas Passendes. Toll, jetzt wurde mir ein Mentor zur Seite gestellt. Umziehen, ich scheine so weit in Ordnung zu sein. Darum werde ich nie gehen. Sicher gibt es einiges zu tun. Man kümmert sich bereits um die Bergung und um die Trümmer. Der Körper des Eindringlings hat sich bereits verflüssigt. Die Vorstadt ist ins Sperrgebiet. Bah, Alter. Was? Er hat sich verflüssigt. Ich kann also nicht nach Hause? In Ordnung. Ich werde tun, was du sagst, und dann möchte ich genau wissen, was los ist. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Nein, es wird sich um alles gekümmert. Aber ich will nach Hause gehen. Es wird sich um alles gekümmert. Okay, ich bleib hier. Ich werde dich zur Prinzessin führen, sobald du bereit bist. Sie wird dir alles erklären. Bist du nicht dafür da? Ich bin dafür da, um dir zu erklären, dass ich nicht dafür da bin. Ach so. Das ist für ein geiles Riesenbett, ey. Boah. Also was ich jetzt noch ein bisschen Premium fänden würde, ist, wenn ich geduckt bin und dann nach links oder rechts drücke, die dann krabbelt. Diese Fetische. Nee, das ist halt seltsam. Ich drücke nach unten und blau. Siehst du, Limbus gibt mir recht. Die Schranktür wird sich nur öffnen, wenn du es wirklich willst. Was ist denn für ein Schrank? Ich muss zur Arbeit. Willst du wirklich, dass ich mich... Ja! Ich will das. Hallo. Mal sehen. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Willst du es wirklich?
passt wie angegossen. Ist das Zufall? Nein, das ist flüssig. Nee, ich glaube, das ist so Lycra oder so. Kann ich Escape? Nee, ich habe kein Escape. Ach so, das ist hier, kann ich nach unten. Hier kann ich wahrscheinlich drücken. Nee, hä? Okay. Geht dir gut? Dankeschön, sag, wie heißt du eigentlich? Sada. Sada, also, nun, ich bin Nanami. Schön, dich kennenzulernen. Das freut mich für dich. Ja, danke. Du scheinst nicht die emotionalste Person zu sein, oder? Was meinst du? Ich fühle ganz viel. Am liebsten viel Ruhe. Ich gehe mal davon aus, dass du es nicht böse meinst. In Ordnung. Geht es zur Prinzessin? Einfach auf den Flur und dann bis zur Aula. Von dort aus die Treppe hoch. Black Desire. Was ich feier, sind die Gesichtszüge bei den Sprechblasen. Ich kann aber nicht. Ich kann auf dem Ausgang hoch und runter machen. Ich kann Sport machen. Aber wenn ich Enter drücke, passiert auch nichts. Dann will sie. Limbo sagt, dann will sie noch was. Okay. Ich wollte es schon die ganze Zeit. Nee, dieser Text ist Lüge. Dieser Text ist jetzt schon als Fake entlarvt. Die Zimmertür öffnet sich nur, wenn du es wirklich willst. Ich zeig's dir. Sie ist zu einem Schleimklops geworden. Ah. Hast du gesagt, Limbus, ich soll eben viel speichern? Oder ja, Limbus gesagt, hat gesagt, du sollst viel speichern. Oder ich soll viel auf verschiedenen. Das auch. Hast du jetzt gespeichert? Ja, habe ich. Beides. Ja, ich möchte durch diese Tür. Oh, ich glaube nicht. Ich brauche die Hilfe des Chats. Ihr müsst alle irgendwas Magical Girl-mäßiges reinschreiben, sonst öffnet sich die Tür nicht. Meine Kraft ist nicht stark genug. Ich glaube, ich werde jetzt mal ganz Magical Girl meinen Nachtisch holen gehen. Kannst du dann aber hüpfen zurückkommen? Mondstein, flieg und sieg! Ja, das ist schon ganz gut. Das heißt, Macht des Mondes, mach auf! Mondstein, flieg und sieg, zerstör die Tür! Kann ja wieder zurück. Ah. Fragt er mich jetzt nochmal? Ah. Lol. Rein kann ich ohne abgefragt zu werden, aber raus komme ich nur, wenn ich daran glaube. Also bin ich, solange ich keinen Glauben habe, hier eingesperrt. Also ich wollte erwähnen, ich habe überlegt, hüpfend ins Bild zu kommen, aber ich habe Angst, dass ich mir alle Knochen breche. Deswegen habe ich gedacht, nee, lass mal sein. Wäre ein Clip wert gewesen. Ich weiß. Ich mag es, wenn Pfeile anzeigen. Kann ich in andere Zimmer rein? Nee, die Tür glaubt nicht an mich. Aber ich glaube an die Tür. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die Prinzessin nimmt alles sehr genau. Ich vermisse das Pfeilen. Und das Hüpfen. Also wenn ich nach oben drücke, hätte ich... Seit man in Zelda hüpfen kann, ist das Spiel ein bisschen besser geworden. So. Oh. Oh, der hat mich automatisch nach rechts gestoppt. Finde ich cool. Hast du die Musik auch selber geschrieben?
Das ist so wirklich so ein friedliches Dorf. Drachenfestung. Oh. Muss jetzt an jeder Tür deine Willenskraft überprüfen. Das geht, dabei ist hier überhaupt kein Fall. Ja, ich muss an jeder Tür meine Willenskraft prüfen. Was habe ich? Militärdrohnenpuppe erhalten. Habe ich ein Inventar? Ja, raste komplett aus. Wieso habe ich kein Inventar? Oder kenne ich nur den Knopf für das Inventar nicht? Limo sagt, der Fall war nur beim ersten Mal. Ja, aber was, wenn ich Demenz habe? Ich habe das oft, dass ich Spiele so ein halbes Jahr pausiere und dann weiß ich nicht mehr, wo lang. Ach, das ist eine Militärburg. Da war ein kleines Kind. Kindpuppe erhalten. Warum liegt hier eine Kindpuppe rum? Hä? Machen die von sich selbst Puppen? Gibt's auch schon eine Puppe von mir? Sind sie gerade am Anfertigen? Ha, ich habe dich umrundet. Blockiert die mir den Weg. Ha, guck mal, Fehler! Der guckt in die falsche Guckrichtung. Ist so ein Voldemort. Hat auch ein Gesicht hinten. Damit habe ich nicht gerechnet. Und Schrittgeräusche wären nice. Also das ist jetzt, ist, habe ich hier jetzt. Ich habe mir im Kopf dieses vorgestellt. Das ist aber schon meckern auf hohem Niveau, was du da machst, ne? Nee, das sind Ratschläge geben. Auf niedrigem Niveau. Jedes Mal, wenn die unnötig irgendwo reingeht, bekomme ich was der Herzattacke. Wegen Transfern. Oh, ich möchte, wo ich hab gelernt, wie das Spiel geht. Ich möchte unbedingt zum Thron sein. Ich möchte gar. Oh, warte. Ich habe kurz. Kann ich noch runter? Ich habe kurz, nee, anstatt bleiben, beenden gelesen oder so. Ja, okay. So. Zum Thron sein gehen, beenden. Tschüss. So, ich möchte unbedingt zum Thron sein. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich möchte nichts anderes als zum Thron sein. Ist so liebevoll. Da brauchst du wirklich Willenskraft für diese scheiß Treppe auf jeden Fall. Oh, das. Ja, guck mal, da steht Piccolo. Das ist Dende. Das ist der Shot wie bei deinem Alex-Projekt. Nur in Drachen-Style. Schön, dass du wach bist, Nanami. Ich danke dir fürs Wachen und Herführen, Sada. Ich danke euch, eure Hoheit. Bitte sagt mir, wie ich den Leuten in der Stadt es so geht. Der Eindringling hat großen Schaden verursacht. Wir trennen nicht zwischen Vertrauen und Fremden. Jedes Opfer ist gleichermaßen bedauernswert. Kurze Einwände. Ja? Madame kennt 100% keinen einzigen der Opfer. Niemanden aus dieser Stadt. Wir trennen nicht zwischen Vertrauten und Fremden. Ja, kannst du auch nicht. Du hast ja keine Vertrauten da drin. Die hat nicht mal Augen. Also. Ja, die kennt niemanden. Schwätzer ist das. Verzeiht, Prinzessin, aber ich kann kaum. Ja, merke ich. Ich kann kaum klar denken. Deine Eltern sind unverletzt. Auch Ayato hilft bereits beim Wiederaufbau der Schule. Allerdings sind viele andere ums Leben gekommen. Du wunderst dich sicher, wieso gerade du nicht beim Wiederaufbau helfen darfst, obwohl du unversehrt geblieben bist. Du hast es am Rücken.
Weg, dieser ja. Junge, der Drache auf der Wand. Ich glaube nicht, dass das eine Wand ist. Ich glaube, das ist Luft nach draußen. Ach so. Also die Wand ist weg. Da ist halt ein echter Drache. Aber jetzt, so wie du sagst, sieht es auch aus wie ein Ölgemälde. Oder genau, das ist der Trick. Das ist ein Mosaik. Das beruhigt mich zwar etwas, aber ja, wieso bin ich nicht bei meiner Familie? Ich möchte helfen. Was soll dieser Piccolo da? Oh, du wirst helfen. Oh, du wirst helfen. Deine zukünftigen Aufgaben werden sogar noch wichtiger sein als eine helfende Hand zwischen den Bäumen. Denn du wirst eine von uns sein. Magical Girl. Was? Magical Girl? Aber der Urdrache hat nach meiner Geburt keine Magie erkannt. Das muss ein Missverständnis sein. Sie ist tief in dir verborgen und kommt erst mit der Pubertät hoch. Es gibt keinen Zweifel, du bist mit den großen Alpen verbunden. Wir alle können es spüren. Ich finde die Musik echt cool. Wo hast du die her? Also, hast du das schon geschrieben? Nö. Kim hatte es zuerst gemerkt. Den Angriff des Eindringlings. Anwesenheit hat die Magie in dir zum Vorschein gebracht. Also bin ich eher eine Böse? Kim? Dieses Mädchen, welches ich bei der Schule gesehen habe? Sie hat dich bemerkt und ist gekommen, um dich zu holen. Gleichzeitig kam es zum besagten Angriff. Sie war so zufälligerweise schon in der Nähe. Kann später Link geben. Phantoms Music DLC. Irgendwas bei Steam. Irgendwas. Ja, bei RPG Maker ist DLC immer irgendwas. Die haben so viele DLCs, das ist schon uneilig. Du wärst also in jedem Fall hierher gebracht worden. Sie sagte, meinetwegen seien Leute umgekommen. Hat es die Schule meinetwegen attackiert? Das ist nicht auszuschließen. Der Feind lässt alles stehen und liegen, sobald er ein Magical Girl wahrnimmt. Der Feind. Aber wir behandeln alle gleich. Ja, die will ich kennen. So kann es sein, dass du zumindest der Grund warst, weshalb es die Schule unter Beschuss genommen hat. Hat ja auch sogar mich direkt unter Beschuss genommen. Und hat Ich deine Freunde stand. gekündigt. Ja, ich stand halt zum Glück ein Pixel daneben. Schuld trägst du aber keine. Doch! Es hätte sowieso gewütet. Kim ist der Meinung, du hast die Schüler durch deine Anwesenheit in Gefahr gebracht. Du hättest deine Kräfte bewusst verborgen gehalten und so alle gefährdet. Nein. Aber du konntest weder wissen, wie der Eindringling sich verhalten würde, noch wie man die eigene Magie zurückhält. Davon bin ich überzeugt. Ihr müsst mir glauben, ich wusste nichts davon. Jedes Neugeborene muss zum Urdrachen. Ich bin mir ganz sicher, dass meine Eltern mich hingebracht haben. Ich war mal ein Ohngesicht damals. Es wurde nicht festgestellt. Hätte ich davon gewusst, hätte ich mich von selbst gemeldet. Ich schwöre, Digga. Ich glaube dir, Nanami. Und Kim wird es auch verstehen. Sie ist sehr, sehr stur. Ich bin mir sicher, dass auch ihr Schwestern werdet. Wie funktioniert das? Du bist ein Magical Girl. Ihr seid jetzt Geschwister. Du musst eines verstehen. Dein altes Leben ist nun vorbei. Du wirst hier im Schloss leben und deine Kräfte zum Wohle dieser Stadt einsetzen. Ist das jetzt wie bei Persona? Mache ich auch nebenbei noch Dating Simulator? Mit einem Drachen. Mit dem Drachen. Ja, ich meine, das hatten wir ja vor ein paar Projekten schon mal. Ne? Ich weiß. Aber ich weiß doch gar nicht, wie. Ich habe keine Kräfte. Unmöglich, dass ich sowas kann. Dein Gemach kennst du. Probier dich. Was ich nicht hören will, das beantworte ich nicht. Dein Gemach kennst du ja bereits. Du wirst dich schnell einleben und an alles gewöhnen. Zara, nimm dich ihrer an und bring sie zum Urdrachen. Er wird ihr geben, was sie benötigt, um vollends zu erwachen. Ich muss jetzt erst mit meinem grünen Kerl da reden. Eine Abrechnung machen. Ja, Eure Hoheit. Abrechnung machen. Danach werdet ihr beim Bahnhof nach dem Rechten sehen. Der Angriff ist zwar vorbei, aber das Blut der Kreatur richtet bereits neuen Schaden an. Boah, ist das ätzend. Es ist noch viel zu tun, ehe alles wieder sicher ist. Ich denke, dieses Gebiet ist ausgezeichnet geeignet, um Nanami einen ersten Eindruck zu vermitteln.
Nimm das, mein Kind. Dieses heilige Relikt wird dir ermöglichen, ein Bündnis mit einem alten Drachen einzugehen. Jo. Zeitbinavi. Arabische Nächte. Sobald dies geschehen ist, wirst du erwacht. Nein. Da auch wieder ein Skarabäus. Du hast dich doch. Das ist die moderne Version von König der Löwen. Der Version von König der Löwen. Sobald dies geschehen ist, wirst du erwacht sein und eine mächtige Beschützerin unseres Landes werden. Dies wird deine Art sein zu helfen. Ja, da sind viele Standard-Chancen drin. Cheers 900. Ach so. Na, also du kennst die Sounds mit Namen. Wow. Ich gehe die immer nur durch und drück und drück und oh, das klingt gut, das nehme ich. Nun geht. Die Bürger dieser Stadt sind noch nicht außer Gefahr. Hä, eben hast du doch gesagt, denen geht's gut und die sind außer Gefahr. Ey, schon zwei Lügen in einem Gespräch. Die Prinzessin ist mir nicht geholfen. Aber wir behandeln die gleich. Sehr wohl. Nein, nein, nein. Nee, nee. Während sie also am Anfang war noch. Das sieht aus wie Cupid. Am Anfang war noch alles normal, aber während sie gesprochen hat, hat das Blut angefangen zu ätzen. Und jetzt sind sie nicht mehr. So, das sieht sowas aus wie von Cupid. Ich bin ein schwebender Kopf. Oh, das ist Discworld. Guck mal, das ist die Scheibenwelt. Wie cool. Aber es ist die Scheibenwelt. Habe ich das vielleicht freigeschaltet, weil ich die Puppe habe? Oder ist das einfach... Na, hier kann ich speichern, ne? Nee. Hey, man hat mir beigebracht, grüner Punkt ist speichern. Was soll das denn? Ja, hä? Das Spiel lügt mich an. Rot kann ja, ich nicht hin, ne? Vielleicht grün war ich schon, blau war ich noch nicht und rot kann ich nicht hin. Ja, okay. Ich drücke jetzt auf alle drauf. Ich finde diese Map unglaublich gut. Alter, ist die Map nice. Hier wohnt Bulma und Vegeta. Das ist Bulma. Pavillon. Ja. Hast du noch nie Dragon Ball geguckt? Das ist der Garten von Bulma und Vegeta. Ich wollte gerade sagen, aber ein Garten ist anders als hier wohnt jemand. Warum liegt da ein Bacon? Solange. Solche mag ich sehr als die Standard JR. Ja! So eine richtige U-Bahn-Station oder ein Rohrsystem. Erinnerst du dich an die Junji Ito-Folge, wo diese Köpfe durch die Stadt geflogen sind? Ja. Was machst du gerade? Und dabei machst du noch ein Schickgeräusch. Boah, ich finde das echt, das ist der Wahnsinn. Aber warum war das jetzt anders? Lol. Okay. Oh! Da hab ich auch fest dran geglaubt. Süß. Komm ich hier auch wieder raus? Ich sollte zum Wald des Urdrachen gehen. Ach so, dafür ist das nach unten hier. Okay. Gut. Dann mache ich mal. Kann der Kopf auch rennen? Ja, der Kopf kann auch rennen. Grün zugänglich, blau Ziel, rot noch nicht. Ja, habe ich ja gemeint. Passt. Oh. Ey, wir sind im Mushroom Kingdom. Bleib mal stehen, ich will mit dir reden. Will ich nicht. Ich will ihre Ruhe, hast du doch gesagt. Was soll ich tun? Hallo? Hallo? Ich bin nicht selbst. Alter, der Pilz da hinten ist giftig, hallo. Ne? Gleich hast du in der Fresse. Hallo? Oh, ich sollte einen anderen benutzen. Hallo? 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 Ich bin mir unsicher. Guck mal, immer wenn ich stehen bleib, bete ich. Immer wenn ich stehen bleib, hallo? Ah. Oh. Hallo. Hallo. Sind das meine Lebenspunkte und dann meine Magie und. Also, der Bus sagt, du crashst das Game, er weiß es einfach. Ja, aber man muss das Spiel ja auch testen, ne? Das sehe ich. Okay, die kommt nicht wieder von der anderen Seite raus.
Die Musik ist hier auch echt sehr schön. Der Urdrache frisst dich gleich, ey. Oh, oder er schläft. Guck mal. Da ist er, der letzte lebende Drache und die Quelle der Magie. Er wirkt schwächer. Als ich hergebracht wurde, war seine Aura viel stärker. Ob er deine Magie deshalb nicht erkennen konnte, vielleicht klappt es nicht mehr so präzise. Das war ja im Licht, das ist eigentlich ein Dunkeldrache. Ich spüre ihn auch. Ich glaube, ich sollte zu ihm kommen. Gluwa. Der ist doch blau, das ist eher... Ja, geh nur. Keine Angst. Gibt es einen blauen Drachen bei Pokémon? Ja. Aber... Ja, das ist ein Frosch. Es gibt diesen blauen Drachen, der drei Köpfe hat. Ja, geh nur. Keine Angst, das bist du. Das ist eine Schildkröte. Das ist Lapras. So, Lapras. Alter! Dieses Gesicht, ey, das ist wie so ein Derp. Oh, der ist sympathisch. Ich dachte an Dratini, aber ist okay. Nee, Dratini ist gelb. Achso, Dratini. Nee. Ich wollte gerade sagen, Dratini ist doch nicht gelb. Dratini hat keine Beine. Ja und? Der hatte gerade auch keine Beine, als er gelegen hat. Großer Urdrache, ich komme jetzt näher. Bitte friss mich nicht auf. Oh, das ist Limbus Magic. Er möchte mir etwas geben. Ja, ein Zahnabdruck. Eine Schuppe? Ich danke dir, mächtiger Drache. Ich habe grüne Kraft. Dann ist es wohl wahr. Ich bin ein Magical Girl. Oh. Nun sind wir wieder zu viert. Ich habe mich schon gefragt, wann wir wieder vollständig werden. Ey, guck mal, wir haben uns einmal gestreichelt und schon ist Sonnenuntergang. Wieder? Wo ist die alte Nummer von 4? Was? Wo ist die alte, Nummer, ist die alte Nummer von 4? Schön. Keine Sorge, ihre Magie ist verblasst. Sie lebt in der Stadt. Sobald wir ein gewisses Alter erreichen, verlieren wir unsere Kräfte. Keine Katana, ein Dino. Limbus, bei dir erwarte ich eine Magical Girl Verwandlungsanimation. Ich liebe das Gesicht von diesem Dino. Das ist so wunderbar. Und dann, Drache, Entschuldigung. Und dann werde ich wieder in der Stadt leben können? Ich hatte schon befürchtet, ich wäre für immer im Schloss gefangen. Wenn du so alt wirst, steht dem nichts im Wege. Auch die Eindringlinge könnten dich nicht mehr wahrnehmen. Zumindest nicht mehr wie jeder andere. Aber die Prinzessin, sie ist doch schon uralt. Oh, lass sie das nicht hören. Das stimmt, sie ist die Ausnahme. Man sagt, sie lebt schon seit der Entstehung dieser Stadt. Die Ausnahme? Gut gealtert, würde ich sagen. Gehalten. In der Tat. Du wirst schnell lernen, dass es einiges gibt, das wir auch nicht wissen. Gehen wir nun zum Bahnhof. Das Blut der Kreatur wirkt sich auf die Umgebung aus, wie du weißt. Das habt ihr doch in der Schule gelernt, nicht wahr? Nee. Ja, es deformiert organische Materie. Darum kontrollieren wir also jetzt die ganze Stadt? Genau. Wir wissen zwar nicht, wo sie herkommen und wieso sie uns angreifen, aber wir wissen mittlerweile einiges über ihre Beschaffenheit. Ganz normaler Stopp aus der Schule. Sei froh, dass wir nicht zur Kläranlage müssen. Das ist der wahre Horror nach einem Blutvergießen, sage ich dir. Als du jetzt Claire gesagt hast, hatte ich direkt Resident Evil im Kopf. Eine Claire-Anlage. Gibt es auch eine Chris-Anlage? 100%. Vergiss nicht die Leon-Anlage. Die Leon-S-Anlage. Bahnhof hört sich super an. Oh, die Musik wird lauter. Hört ich wieder da rein? Der Drache hat zugemacht, der hat jetzt Pause. War ich schon? Wie viel habe ich denn auch heute? 20.
Blau ist, wo du hin sollst. Hm. Bahnhof. Okay, pass auf. Fabrik. Okay. Bahnhof. Rohrpostbahnhof. Ich glaube, das ist einfach nur eine Wasseranlage. Also Wasserrutsche. So, die Stadt. Der Vorstadt. Park. Die Schule. Und Bulma und Vegeta. Und was mit den Häusern, mit dem grünen Kasten da? Mit dem grünen Kasten da. Das ist Forschungsstation. Und dieses eine Haus, was noch blinkt, wovon du noch nicht gesprochen hast, das? Da wohnen die Vielverdiener. Ach so, das Vielverdienerhaus. Das schön auf die armen Häuschen da gucken kann. Ja. Arroganten Sackgesichter, ey. Oh, mit dir kann ich reden. Verschaffen wir uns einen Überblick. Nee, ich will erst mit allen reden. Ich bin etwas angespannt. Immer mit der Ruhe, setzen wir uns. Nee! Oh. Auf den ersten Blick scheint hier alles in Ordnung zu sein. Wir sollten noch den Spätzug abwarten. Ja, in Ordnung. Mir muss halt keine Sorge, die sagen nichts. Mach dir nicht immer so einen Kopf, Nanami. Du bist jetzt viel stärker. Du bist jetzt, obwohl wir gegen Feinde antreten, sicherer. Durch meine eigene Kraft? Aber ich spüre irgendwie noch nicht viel. Du musst dich auch erst verwandeln. Verwandelo! Das kommt sehr bald. Also ich habe grüne Drachenkraft. Ich glaube, das die Punkte da sind meine Lebensanzeige. Ich weiß nicht, ob das blaue nur Deko ist oder ob das dann abnimmt, wenn ich schieße. Oder so. Abnimmt, wenn du schießt. Alter. Dada, sag mal, du hättest mir ruhig gleich sagen können, dass du ein Magical Girl bist. Ja, natürlich. Ich dachte, das wäre eindeutig. Im Schloss ist doch sonst niemand. Hm, das stimmt wohl. Naja. Ich war eben nicht ganz auf der Höhe. Ich würde gerne zu meinen Eltern, wenn wir hier fertig sind. Meine Sorgen sind einfach zu groß, um sie ignorieren zu können. Ich dachte, du kommst erst zurück zu deinen Eltern, wenn du alt bist. Das sollte möglich sein. Allerdings musst du vorher Bescheid geben. Wie du bereits gelernt hast, macht deine Anwesenheit andere zum Ziel. Dann würde ich erst recht nicht zu meiner Familie gehen. Jesus. Ja, ich habe verstanden. Ich muss einfach mit meinen Eltern sprechen. Sie kommen um Vorsorge. Weiß ich nicht. Die haben doch garantiert einen Brief nach Hause geschickt. Sehr geehrte Familie Puella. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Sie Ihre Tochter nicht mehr sehen. Aber kein Grund zur Sorge. Sie ist jetzt ein Magical Girl und nicht tot. Sie wird sich jetzt jedes Wochenende in den Todeskampf stürzen. Mit freundlich grüßen. Sie wurde eingezogen und wird im Dienst unserer militärischen Akademie einherhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wie hast du das nochmal gesagt? Gute Grüße oder gute so? Gute Grüße. Die Prinzessin von Schloss Militär Draconia. Diktatur. Ja, ich habe verstanden. Ich muss einfach mit meinen Eltern sprechen. Sie kommen unvorsichtig. Sie wurden sofort nach deiner Bergung informiert. Deine Eltern und Klassenkameraden wissen, dass es dir gut geht und wo du bist. Ja, wir arbeiten mit der Armee zusammen, nicht wahr? Wer hat eigentlich das letzte Wort? Die Armee oder die Prinzessin? Im Großen und Ganzen ist die Armee für die Stadt verantwortlich. Wir sprechen uns zwar ab, aber letzten Endes entscheidet die Prinzessin. Wir unterstehen nur ihr. Natürlich. Die ohne Augen. Wir Magical Girls kümmern uns eher um die Eindringlinge. Eindringliche? Und was damit zusammenhängt. Trotzdem besteht die Prinzessin darauf, dass wir die Armee mit Respekt behandeln. Ich glaube, da sollte doch Eindringlinge stehen. Ja, es hat mich kurz verwirrt, weil ich dachte kurz, ich hätte mich verlesen. Du musst einsehen, dass ich das bin! Du musst einsehen, dass du zwar immer noch ein Mensch,
aber nicht mehr wirklich einer von ihnen bist. Ja, okay, Eindringlinge. Wir dürfen sie nicht entmündigen, indem wir ihnen die Möglichkeit nehmen, selbst um ihre Sicherheit zu kämpfen. Das würde die Menschen nur verrückt machen, hat zumindest die Prinzessin gesagt. Sag mal, was machst du da? Ich hab jetzt hingeholt. Ich musste hier alles umstellen. Warum knallt's bei mir, wenn du dir Trinken holst? Weil ich hier an die Kante gehe. Ich musste mir alles. Ich spiele ja sonst immer nur mit Controller. Und darauf ist auch hier mein Setup ausgelegt. Und dann kam heute Limbus an. Ich also, ja, mit meinem Controller ging das nicht. Ach so, nee, mit dem Controller geht das nicht. Und dann musste ich jetzt alles umbauen. Wir lassen sie also machen, solange sie uns nicht in die Quere kommen. Darauf könnte man es runterbrechen. Gelegentlich arbeiten wir auch direkt zusammen. Vielleicht kommst du bald in die Situation. Ja, wegen der Maus musste ich hier alles umlegen. Da, wo meine Maus ist, ist sonst irgendwie das Trinken, das Tablet steht da. Und Maus kannst du... Achso. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Der Spätzug fährt raus, danach fahren wir nur noch Leerzüge ein. Wie es scheint, haben wir gar nichts zu tun. Ist das magnetisch? Der Zug sieht aus wie ein Schinken. Das sieht aus wie ein Schinken, ja. Ey, da war Baymax. Baymax fährt Schinken. Und ein Cosplayer. Naftara-Cosplayer. Ey, die sind doch original aus Mega Man. Was waren das für Dinger? Irgendwelche Tiere, die sich mit dem Blut der großen Kreaturen Kontakt gekommen sind. Jetzt sind sie nur noch Feinde. Oh, das finde ich geil. Für die sahen aus wie, wie nennt man die nochmal? Kugelwilli. Nee, nicht Kugelwilli. Kettenhunde. Das finde ich geil. Das Blut dieser Drachen korrumpiert organische Lebewesen so, dass sie zu bösen Kreaturen ihrer selbst werden. Hoffe ich. Glaube ich. Das finde ich eine super schöne Idee. Tritt zurück. Jetzt wirst du die Macht der Magical Girl hautnah erleben. Sieh zu und lerne. Ich glaube aber, ich habe das irgendwo schon mal gesehen. Das Prinzip. Von mir gefällt das Prinzip. Wow, jetzt zeigst du aber doch noch Emotionen, Sada. Don. Aber wenn es auf Maus ausgelegt ist, wie bei meinem letzten Game, dann ist das nicht so leicht. Oh. Sie hat Stromkräfte. Und Telekinese. Bis sie sich verwandelt hat, ist die Stadt tot. Aber das ist sehr eindrucksvoll. Was? Ach, da hat sie gut angegriffen. Ich habe wohl übertrieben. Und dabei sollte ich in der Nähe von elektrischen Geräten doch aufpassen. Idiot. Es sah eindrucksvoll aus. Genau, die hat angegeben. Oh, ich zeig jetzt mal richtig, was ich kann. Oh. Sada, geht es dir gut? Ey, jetzt kriegt sie was umsonst. Ich glaube, ein Stück Snickers. Kann ich laufen? Ah. Ich kriege einen Stromschlag des Todes. Komm mir gerade nicht zu nah. Geh und halte sie auf. Sie werden den Zug angreifen. Du musst erwachen. Ich komme gleich nach. Nur etwas Ruhe. So geplant. Aber allein? Ich kann nicht. Der Zug ist viel zu schnell. Das ist der. Aber du bist schneller. Bereits jetzt bist du ein Mitglied. Du bist ein Magical Girl. Nutze deine neuen Fähigkeiten und erledige die Feinde. Ohne Witz, das ist doch geplant. Das ist das Tutorial für die Magical Girls. So dieses, tu so, als hättest du ein Problem. Und dann lass den anderen mal gucken, was... Deswegen hat die sich, hat die diesen Automaten kaputt gemacht. Die zieht sich gleich eine Cola und guckt zu. Ja. Aber bitte komm schnell nach, sobald du kannst. Naomi, kannst du mich hören? Du bist nicht einmal allein. Ich heiße Nanami, aber ist voll okay. Du hast falsch angerufen. Ja, laut und deutlich. Geht es durch mein Redikt? Ich kann Kontakt zu jeder von euch aufnehmen. Höre mir jetzt gut zu. Der Zug kann ich anhalten. Natürlich, Classic.
irgendwas hat den Lokführer aus dem Zug geworfen. Ja, direkt eskaliert. Ich meine, guck mal, wie hoch die sind hier. Also, dem aus dem Zug zu werfen, könnte schlecht enden. Der ganze Zug wird mitsamt der Fahrgäste in die Bahn davon ran. Bringe irgendwie Abstand zwischen den Zügen. Beeil dich. Ja, aber Baymax war da drin. Also denen wird nichts passieren. Der macht die alle wieder ganz. So. Ich kann erst aufhören, wenn du sagst, ich bin mit der Behandlung zufrieden. Der ist so süß. Da fährt ein Schinken. Je nach Tage, glaube ich, zweimal. Ne, die sind anders angeordnet als vorhin. Ja, die können sich doch umsetzen. Ey, da! Da war der Typ... Ey, da! Da war der Typ von dem letzten Projekt, wo du das Kind großgezogen hast. Limbus baut Easter Eggs auf seinen eigenen Spielen ein. Ich bin viel schneller und dabei nicht mal aus der Puste. Ich werde nie wieder zu spät kommen. Zuerst muss ich den Zug und dann draufklettern. Dann werde ich die Lok irgendwie anhalten. Kann ich was mitnehmen? Okay. Das hat ja gut geklappt. Ich muss weiter. Sada verlässt sich auf mich. Der dritte Typ hier, ne? Weiß ich nicht, der passt irgendwie nicht ins Bild. Wenn du mir so eine Gegenüberstellung machen würdest, würde ich sagen, der passt irgendwie nicht dazu. Dieser Wind, ich kann kaum was sehen. Mist, da ist ein Diss dieser Dinger. Was mache ich jetzt? Soll ich weglaufen? Ja, genau, Magical Girl. Na, Nami, hör zu. Du bist ein Mitglied. Eine Kriegerin und Freundin des Urdrachen. Du musst ein Bedürfnis eingehen. Was muss die? Ein Bündnis, glaube ich. Sofort. Aber wie? Hier ist doch niemand. Die sind immer da. Öffne deine Seele und jemand wird kommen. Ich kann es spüren. Er wartet bereits auf dich. Ja, animiert ist das wieder sick. Das ist... Ich mag dieses kleine Kind da im dritten Waggon. Die genießt die Show. Oh, und die andere sieht aus wie Amy. Ist das Amy? Verwandelt sie sich gleich zu Sailor Merkur? Alter, mit Dinger Beine! Ich wollte gerade sagen. Du musst hinhören. Es ist bereits bei dir. Ja. Quatsch. Das Ding hat den Mund aufgemacht und dich geschlagen. Aua, das tat weh. Es hat eine Faust in seiner Fresse. Oh, jetzt musst du ruhig sein. Jetzt wird's mal magisch. Nanami. Noch einen Schlag vertrage ich nicht. Von wegen Magical Girl. Du darfst meine Seele sein. Ich höre dich, junge Kriegerin. Möchtest du mich zu dir lassen? Ich kenne dich nicht mal. Wer bist du? Du könntest ein Lieberdrache sein, Ich bin ein Spambot aus Instagram. Ja. Möchtest du mich zu dir lassen? Wer spricht da? Ich bin das Meer und die Wolken. Ich bin der Spambot aus Instagram. Akzeptiere unser Bündnis und ich werde dir zur Seite stehen und dir alles Geld aus der Tasche ziehen. Ich akzeptiere. Das ging schnell. Endlich bin ich mal dran. Vorstellen tue ich mir so einen Bumblebee oder einen Michelangelo von den Turtles oder von Transformers, die eigentlich so immer die Underdogs sind und gerne mal was machen würden, aber nie drankommen und dann, jetzt ist mal meine Chance!
So, bereit für Magical Girl Animation? Total. Auf dem höchsten Niveau? Krass. Ich habe euch nicht so viel versprochen. Limbus, da funktioniert Das ist mit Abstand die beste Magical Girl Animation, die ich was je gesehen habe. Also genau so habe ich mir diesen Spambot vorgestellt. nicht. Danke, dass du akzeptiert hast. Den Vertrag hast du geschlossen. So, ich guck mal nach. Kann sein, dass der das bei dem Übertragen in das richtige Spiel nicht übernommen hat. Du hast gesagt, das ist ein Video, ne? Movies? Wie heißt das denn? Cut 1. Na gut, hier sind die da. Hier sind die Videos da. Ah, es kann sein. Aber nee, ich habe die eigentlich. Warte mal, ich gehe in das Spiel rein. Magical Girl. Movies. Nee, die sind da. Die sind im Ordner drin. Ich nehme mal die Save Games hier raus. Mach die mal in das andere rein. Und starte das Ding mal über den Maker. Jetzt wahrscheinlich gleich wieder viel zu laut sein wird. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Einfach Ordner umbenennen. In was denn? Gucken wir einmal ganz kurz. Du siehst und hörst was, Pinko? Ja. Okay. Ach so, meinst du? Ja, wenn das nochmal abbricht, mache ich das. Muss ich das dann wahrscheinlich mit allen Videos machen, ne? Da waren mehr Videos drin. Ich habe da so ein Gefühl. Ich glaube, die versucht jetzt gleich irgendwie sich zu verwandeln. Und dann. Also Limbo sagt, er wird sonst wieder danach fragen. Kannst du direkt jetzt machen. Okay, dann mache ich das direkt jetzt, wenn du das sagst. Punkt WEBN. Ist aber ein Windows-Ding, nicht ganz meine Schuld. WEBN. Punkt WEBN. Das mache ich überall dran. Okay.
Also das einzig komplett bugfreie Projekt dieses Mal war das von Kisaragi. Das ging in 15 Minuten. So. Dann Ja, keine Mindestlänge angegeben worden. starten wir mal. Erneut. Hast du? Nö, der Stream ist beendet worden. Wieso ist das Stream beendet worden? Keine Ahnung, ich war drin und dann hast du das Stream beendet. Und wieso hat er das falsche Spiel an? Es ist spannend, Leute, es wird spannend. Ja, das liegt aber nicht an mir. Der hat jetzt. Oh, da war's. Ja, bei dir habe ich gerade den Stream beendet, weil das wieder auf dem falschen Bildschirm war. So, nochmal. Dakonis starten. Jetzt sieht man nichts. Jetzt sieht man was. Ich sehe aber immer noch nichts. Ich bin nicht da. Ja, jetzt teile ich dir wieder die Anwendung. Ja, hallo. Hier gehen wir. So, ist wieder alles richtig? Hallo. Hast du Sound und Bild? Ja. Okay. Habt ihr Sound und Bild? Müsste halt auch sein. Ich gehe noch mal auf Nummer sicher. Ja. Also Limbus sagt halt einfach Enter gedrückt bis zu der Stelle. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Jetzt kann ich die Musik erst richtig genießen. Das ist so sick. Vorsicht vor blinkenden Lichtern. Och Gott, ich kotz gleich. Passt man einmal nicht auf, ey. Aber danke fürs Bescheid sagen. Beweg dich mal, Pinko. Boah, ich bin jetzt so nervös, ob das klappt. So Ich muss hab grad sich Don fühlen, wenn er ein Spiel repariert. Ohne Scheiße, ich komme nur nicht drauf klar, dass das Ding Füße hat und aus seinem Gesicht eine Faust rauskommt. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann mir nicht erklären, bei mir hat es funktioniert, 100%. Error. Oh. Krasser Drache. Alle sind traurig.
habe die Dateien so umbenannt. Was war das für eine Fehlermeldung? Der hat einfach nur das Ding nicht gefunden, ne? Cut C war groß, 01, WIBM. WIBM Videofile. Ja. Kannst du mir mal sagen, welche Web und welches Event das ist? Bitte, bitte. Ich lerne so viel über diesen ganzen Krams, obwohl ich eigentlich nur in Ruhe zugucken will. Ja, ich möchte auch in Ruhe spielen. Ich wollte gerade sagen, Ruhe zugucken wäre aber schlecht. Find's übrigens krass, bei mir ist halt der Chat ganz bunt, ne? Und ich sehe gerade bei uns im Stream sind alle einfach rot. Map Gleis 1. Du bist schon wieder weg. So. Tschüss. Jetzt heißen die alle web.web. Was? Wo heißen die denn Webpunkt, Webpunkt? Ich gehe mir noch mal kurz was holen, da es ja eh noch ein paar Minuten dauert. Danke für den Follower, Sephiroth. Bester Moment, um zu folgen. Allerbester Moment, danke. Nee, wieso heißt das denn jetzt Webpunkt, Webpunkt? Das ist doch nur einmal. Dunkle Grüße und so. Ja, danke schön. Wer hat das geschrieben? Eine Frage. Hat das mit dem Webpunkt, Webpunkt geschrieben? Das zweite ist nur ausgeblendet. Das Ding ist, so hieß es ja vorher. So hießen die ganzen Dateien vorher, ohne das. Und das hat, da hat er genau denselben Fehler rausgehauen. Du kannst die Endung nicht sehen. Das muss man in Windows lol, extra hab mich einstellen. Nicht entmutet. Ja, genau. Und der Befehl heißt Load Video 1 Cut.01. Ja, genau so waren die ja vorher. Mach mal Rechtsklick Eigenschaften. Yeah. Seht ihr nicht, ne? Nee, also warte mal. Ich teile mal mit euch den ganzen Bildschirm, wenn ich das eingestellt habe. Ja. So. Genau, das ist das, was ich gerade geändert hatte, Medi. Endung stimmt.
.wbm. Ja, jetzt bei dem. Das heißt, ich muss auf jeden Fall schon mal die Dinger wieder wegmachen. So. Ich hoffe, Spaß hat. Da kam nichts drüber. So. Sagst du mir nochmal genau, wo ich reingucken muss? Du hast mir jetzt nur den Map-Namen genannt, aber die sind ja auch in Unterordnern drin. Das mache ich aber kurz vorher aus für euch. Probier mal die Videos so zu öffnen. Ja, das kann ich. Wahrscheinlich. Aber das Das hilft. kann ich Nee, wahrscheinlich. nee. Kann sein, dass ihr Hilft da. nicht, weil das Spiel Kann. nicht weitergeht. Genau das. Genau das. Ja, das hatte Limbus eben auch gesagt. Also. Ich kann mal ein Video zum Test öffnen. Und Pinko wird es nicht hören. Ich kann mal zum Test ein Video öffnen. Machst es jetzt extra spannend, weil ich hier bin. Ja, funktioniert. Sogar mit Sound. So. Level 1, Gleise 1. Okay. Level 1, Gleise 1, Event Nummer 9, hast du gesagt. Ach so, der MV hat keinen Event. Keine Eventseite. Gott, ist das Ding lang. Du bist Event 9. Okay, haben wir dich. Ich bin viel schneller. Nee. Ja, da waren wir schon. Bereits bei dir. Ich akzeptiere. Endlich bin ich mal dran. Laut Video. Okay, dann kann ich euch das jetzt zeigen und Don kann vielleicht helfen. So, wir sind jetzt hier bei dem Plugin-Befehl. Bloß kein Druck. Nö, gar nicht. Das Ding ist, das wird wahrscheinlich noch 9-mal kommen. Also. Deswegen habe ich mir jetzt schon was zu tun geholt nebenbei. Also würdest du sagen, das funktioniert so dann auch mit einem, weiß nicht, Windows 10 Rechner? Windows 11, was ist das aktuellste? Windows 1000. Oh, Windows 1000. Ich kenne das Plugin nicht. Ach so, Plugin-Befehl. Oh. Ah. Muss das Video 1 sein? Es gibt ja doch sowieso Video, oder? Film abspielen.
Ich mach mal Film abspielen. Und wenn das dann funktioniert, dann kannst du das ja schnell bei dir eben reparieren und nochmal neu hochladen, wenn du schnelles Internet hast. Gehört das alles zu dem Change Video Scale? Ja, okay, ne? Das wird dann jetzt wahrscheinlich aussehen wie Müll. Aber, Also wenn jetzt jemand auf diesen Stream kommt, ohne irgendwas zu wissen, was hier passiert, denken die doch, du bist ein Tutorial-Streamer. ja. Was? Ich kann das gucken. Wahrscheinlich fetzt mir das Video gleich die Ohren weg. Ja, ich glaube doch. Ja. Ich hoffe es. Du hörst ja mit. Ja, aber dann funktioniert's. Nächste Mal meldest du dich bei mir, dann wird die mir ja, das kann man ja nicht vorher wissen, wenn es bei ihm funktioniert. Das ist genau das, was ich gestern meinte. Es kann auch nur eine andere Grafikkarte sein oder ein anderer RAM-Riegel oder so. Und schon funktioniert das bei den verschiedensten Leuten völlig anders. Das hatte ich ja auch mit dem Projekt, was ich dir geschickt hatte, da war ja am Ende das Orchester. Das hat bei mir ja völlig anders mit den Frames, ist ja völlig anders mit den Frames umgegangen als bei dir. Deswegen, bei mir war alles synchron und bei dir war alles asynchron und ich war unglaublich traurig, weil ich 3 Tage an diesem Credits gehangen habe. Das ist schon echt sad. Ja, ich war echt sehr Aber ich traurig. erinnere mich, dass du davon erzählt hast. Das ist echt. Das war echt sad. Und dann dachte ich so, warum ist ein Frame warten nicht ein Frame warten? Das ärgert. Selbst animiert. Da ist ja mein Drachen. Und ja, natürlich. Verwandlung! Ey, Faust zurückgegeben. Alter.
Ja, jetzt kommt sie, weil jetzt ist schon auch zu spät. Nachdem wir diesen Dings erstmal gefixt haben. Kann ich jetzt weiterspielen, ohne dass die nächste Videosequenz in 2 Sekunden kommt? Und du lädst mir das Projekt dann nochmal neu hoch, bitte? Geht das? Dass du eben schnell alles auf Video umstellst und nicht auf Plugin? Okay. Kann ich denn jetzt weiterspielen? Also kommt ein Save Game, ein Save Slot, bevor das nächste Video kommt? Okay, ja, kannst du. Okay. Ein Seedrache. Das hätte ich nicht gedacht. Die gehen nur selten Bündnisse ein. Sada, alles in Ordnung? Ist das so? Ich fühle mich so stark. Ich bin gespannt, was du so kannst. Komm, stoppen wir die Züge. Erst diesen und dann den vorderen. Wie sick war denn jetzt diese Sequenz alleine schon? Jesu. Ohne Scheiß. Das ist ein Ein-Mann-Projekt innerhalb von 8 Wochen erstellt. Wow. Einfach toll, dass es dich gibt, Limbus, echt. Ja, los! Die Leute brauchen unsere Hilfe! Tod. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Es nützt nichts. Ich muss weiter. Anima-Modus. WSAD, Run und weiter. Shift plus AD gleich Run. Ja, okay. A links, D rechts. Ist aber krass, wenn du mit einem Drachen so ein Bündnis eingehst, dass du erstmal eine Halluzination von der Tastatur bekommst. Okay, Pfeiltastenangriff. Ich habe 4 Angriffsmöglichkeiten. Ich werde nicht mehr. Ich fühle mich fast wie bei Smash Brothers. Oh, wenn ich nach oben drücke, weicht der aus. Kann ich auch vom Zug fallen? Nee. Okay. Und nach unten Angriff. Nach oben. Das ist sowas von Smash Bros. Ey, Wahnsinn. Oh, der hat was verloren. Eins? Ach, ist das Combo? Ich glaube, wenn das Combo ist, dann komme ich nicht über 1 raus. Ich wollte mir mal die Figur nehmen. Combo des Jahres. Also das Mädchen hier bricht völlig aus dem Stil aus. Ich glaube, das war auch von einem anderen Spiel oder so. Den Typ erkenne ich auch irgendwo. Oh, da ist Washi. Und Baymax. Und der Naftara-Cosplayer. Und der Doktor, der dir bei Luigi's Mansion das Ding erklärt. Der andere Zug. Sie werden sich gegenseitig entgleisen, wenn sie wieder aneinander stoßen. Ja, ist höchste Zeit. Höchste Eisenbahn. Ich weiß nicht, wie man Züge anhält. Ich muss die vordere Lok beschleunigen, um Zeit zu verschaffen. Der Leerzug muss von den Passagieren weg. Das Wichtigste ist erstmal zu evakuieren. Tolle Sprint. Ich glaube, den kann man nicht angreifen. Also Don sagt, Spider-Man weiß, wie man Züge anhält. Mhm. Man macht sich damit bei völlig kaputt. Also wenn man hier einfach nur durchrennt, können die einem nichts tun, ne? Der Zug sagt auch so.
auch kein Führer. Das wird eine Katastrophe geben, wenn der Hintere ständig anstößt, während er ausgebremst wird. Irgendwie muss ich diese Luke doch aufgehen. Ach, diese. Alter. Der Armadillo. Was ist das schon wieder? Ja, das war das gleiche Pi wie vorhin, nur im Rund. Das gleiche Pi wie vorhin. Muss hier weg, schnell, noch irgendwas machen. Sala, ich brauche Hilfe, verdammt. Keine Ahnung, wo ich was gedrückt habe. Ich kann mich auch nicht herunterstoßen lassen. Es kommt. Dü. Der läuft von alleine übrigens. Ich muss nichts drücken. Ich habe es abgehängt. Diese Kreatur muss die Lokführer auf dem Gewissen haben. Wenigstens haben die Züge jetzt wieder etwas Abstand. Jetzt werde ich versuchen, die Passagiere anzuhalten. Die Passagiere anhalten? Setzen Sie sich bitte hin. Der Zug könnte an Schleunigung gewinnen, wenn Sie laufen. Ey, da waren jetzt plötzlich Leute drin im anderen Zug. Ich muss mich zusammenreißen. Na gut, jetzt gibt es keinen Rückweg mehr. Wenigstens können die Leute gerettet werden. Was auch immer du willst und wieso du das getan hast, du bist der Feind und du wirst jetzt sterben. Oh, geil, eine Schabe. Und du bist die Schabe. Zug fahren, Zug fahren, Zug fahren, töten, töten, töten. Nur gestammelt. Eine Stimme macht dich nicht zum Menschen. Der war mal was. Hallo? Jo, wie episch! Scheiße, der tötet mich! Ah, das ist die Schadensanzeige, die ich mache. Ja. Nee, das ist Duke. Das war nicht gut. Das war perfekt. Ich kann noch mehr. Ich mag, dass das der drei Phasen hat. Da kann man sich ganz schnell darauf einstellen. Aber ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich. Ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Keine Kombo-Punkte, wenn ich verschiedene Attacken mache. Da passiert was. Was? Nee! Seid ihr Freunde? Das sind Kapseln. Das Militär! Einheit M4, wir sind zur Unterstützung hier. Gehen Sie in Deckung. Zeig lustig. Alter. Da waren noch Menschen drin. Ist nicht schwer. Mehr halte ich nicht mehr aus. Das klingt doch elektronisch. Jetzt kommt die Elektro. Sada! Ein mächtiger Eindringling. Tut mir leid, dass du dich damit herumschlagen musstest. Jetzt bist du ja da. Aber wie kann ich dir helfen? Halte mir die Kleinen vom Leib. Dieses Exoskelett ist zu schwer zu zerstören. Ich brauche einen Mensch. Hast du irgendwie Heilpastillen für mich oder so? Verlass dich auf mich! Hier. Oh,
Ich glaube, das waren alle. Hä, bist du blind? Nicht ganz. Einer fehlt noch. Einer? Nein, nein. Ich bin beschäftigt. Bitte deinen Bündnispartner um. Drachenattacke! Oh, ich habe wieder Lebenspunkte bekommen. Was? Aber wie? Oder das ist ein Anzeigefehler. Nee, du hast eben welche bekommen. Frag ihn einfach. Das sagst du so einfach. Großer hey, Drache! Ist das ein Anzeigefehler oder habe ich Lebenspunkte bekommen? Großer Urdrache, bitte hilf uns! Ich habe befürchtet, dass du falsch das sprechen würdest. Ich bin das, hallo! Ja, du musst aber tiefer sprechen, weil die Anzeige ist tiefer. Ich habe schon befürchtet, du würdest mich fragen. Jetzt warst du so leise. Das ganze Spiel ist jetzt wieder lauter, ne? Ich hatte schon befürchtet, du würdest mich fragen. Ach, die sollen gar nicht zu sehen sein. Oder die Textbox. Ben, mach das doch nicht mit mir. Prähistorischer irgendwas. Mir reicht es. Oh, die arme Stabe. Schnell rüber! Der Arme. Speichern, wenn möglich. Ja. Dein Schinkenbrutzel, Speedy. Ich werde speichern, sobald ich kann. Das war ein Brocken. Die Waggons werden ausrollen. Beeilen wir uns und halten diesen Zug noch an. Komm, ich zeig dir wie. Hey, ich habe es nicht mehr hinbekommen, aber ja, beeilen wir uns. Sagst du mir, wenn du mir die Datei nochmal geschickt hast, Limbus? Er sagt doch, hast bekommen. Hab ich schon. Die Leute wurden alle evakuiert und versorgt. Wir haben es geschafft. Gut gemacht, Nanami. Hey, hast du gelogen? Ich soll nochmal hochladen. Die beiden Lokführer und die Soldaten sind bereits geborgen, nicht wahr? Zumindest das, was von ihnen übrig ist. Nehmen Sie das nicht zu sehr zu Herzen. Wir haben getan, was wir konnten und viele Leben gerettet. Das sagst du so leicht. Es ist nicht leicht. Dennoch müssen diese Gedanken handeln können. Es wäre schlecht, wenn die Angst vor Trauer deinen Tatendrang hemmt. Ja, Sada, wenn ich zögere oder mich verkrieche, richte ich nur mehr Schaden an. Zumindest würdest du keinen Schaden abwenden, was nicht wirklich besser wäre. Ich bin so müde. Die innere Unruhe macht mich fertig. Von den Gedanken an Schlaf bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Aber du brauchst Schlaf. Das ist unnötig. Auf unser Wohlbefinden achten bedeutet, auch die Stadt zu schützen. Ich brauche ebenfalls endlich etwas Ruhe. Ja, die 3 Stunden gepennt hat, wer das? Ja, ich brauche jetzt Ruhe. Ich werde jetzt erstmal dahin gehen, wo ich weiß, wo ein Speicherpunkt ist. Dahin, wo du hin sollst? Jetzt muss ich nur noch wissen, wo der Speicherpunkt war. Ich bin dann weg, ciao. Ja, tschüss Don, schlaf gut. Tschüss schon. Schlaf gut, schön, dass du da warst. Und hört sich. Bis Donnerstag. In unserem Zimmer war ein Speicherplatz, ne? Oder hier vor der Tür? Schon macht sich auf den Weg. Schon. Schon F04. Schon. Boah, jetzt, ne? Du weißt gar nicht, wie gut und sicher ich mich jetzt fühle, wo ich einen Speicherplatz angelegt habe. Oh, da liegt eine Puppe. Wer hat mir denn eine Puppe geschenkt?
so kann ich die nicht. Ach, das ist die, die ich eingesammelt habe. Ah, wie cool. Dann füllt sich der Raum hier mit den Sammelobjekten. Das finde ich mega. Kannst normal weiterspielen. Nächster Cut dauert noch. Sag. Okay. Limbus. Hallo? Also, Limbus, jetzt mal ernsthaft. Ich stehe hier vor dem Schrank und denke so sehr daran, einen Schlafanzug anzuziehen. Aber der Schrank öffnet sich nicht. Was ist da los? Da ist kein Schlafanzug drin. Ich möchte so ein Wasserdrachen-Kigurumi als Schlafanzug haben. Oh. Hör, wo sind denn zwei? Deformierte Schabe-Puppe. Das sah nicht aus wie eine deformierte Schabe. Das sah aus wie irgendein mit. Ja, das ist doch keine deformierte Schabe. Wo soll denn da eine deformierte Schabe sein? Ja, das Mädchen in einem grünen Kleid und den roten Haaren. Ah. Kann sein, dass die anders hieß. Okay, die ist mit Klamotten, mit denen sie gekämpft hat. Okay, nee, sie hat sich mit anderen Klamotten bekämpft. Wo gehen eigentlich die Klamotten hin, die von Magical Girls sind? Gibt es da irgendwie so eine Sammelstelle, wo sich Klamotten lagern oder so? Wird also dann jetzt die historischen Waschsalon gehört? Gibt es da jetzt auch irgendein Gnom, der in irgendeiner Werkstatt die Wasserklamotten von ihr wascht, damit die beim nächsten Mal dann wieder frisch sind? Hat sich doch der Waschsalon-Drache ist das. Limbo sagt Magie? Ich weiß noch, als ich mit meinen Brüdern damals spoilerfrei Banjo-Kazooie gespielt habe und meine Brüder gesagt haben, der wäscht sich das ganze Abenteuer nicht, der muss doch so stinken, wenn er nach Hause kommt. Und bei jeder Charakter. So, ja. Ja, ich erinnere mich daran, wie wir das in einer ganz bestimmten Stelle gesagt haben. Endlich habe ich die Möglichkeit, zu Hause vorbeizuschauen. Wenn das alles Punkte sind, die ich wirklich betreten kann, dann sind wir aber bis 2 Uhr morgens beschäftigt. Das sage ich dir jetzt schon. Jetzt schon keinen Bock mehr. Also voll Bock, aber nicht bis 2 Uhr morgens. So, wohne ich links oder rechts? Habe ich vergessen. Hallo, ich bin wieder da und ich habe Sachen, die ihr mir nie gekauft habt. Aber keine Sorge. Lord Voldemort! Außenstehende Puppe erhalten. Das ist ja dasselbe. Ah, da wohne ich. Das erkenne ich wieder. Nanami! Ayato, geht es dir gut? Also, wieso zeigt er auch mich? Aber sicher. Und dir auch, wie ich sehe, das beruhigt mich sehr. Diese Uniform, es stimmt also. Ja, ich hätte dich gerne früher getroffen, aber das war nicht so einfach. Schon in Ordnung. Weißt du, ich bin froh, dass du ein Magical Girl geworden bist. Wirklich? Ich hätte gedacht, du wärst eifersüchtig oder sowas. Ja, der will schon Magical Girl sein. Das ist nicht nötig. Ich werde selbst einen Weg finden, dich und alle zu beschützen. Genau wie du. Hallo? Auch Boys dürfen Magical Girls sein. Magical Boys. Ich bin mir sicher, dass du das wirst. Richte bitte jedem in der Schule aus, dass ich sie vermisse und an sie denke. Wenn du wieder zurück bist, also nach deiner Zeit als Wächterin, dann werde ich dich zu einem Date ausführen. Die Musik ist schön, die Musik ist so, du hast die Stadt gerettet. Bye. Was? Ja, Toho, wir sind Freunde seit unserer Kindheit. Das wäre, als würde ich meinen Bruder daten. Du brauchst nicht schüchtern zu sein. Du hast mich inspiriert, jetzt Vollgas zu geben. Also dann, pass auf dich auf. Er hat wieder einmal nur Mist im Kopf, aber ich bin froh, dass er wohl auf ist. Er wurde einfach hart gefriendzoned und ignoriert es. Also,
der ist ja schon eine andere Sparte, der Junge. Nee, nee, der geht jetzt nach Hause und dann geht's erst los. Ich muss jetzt ganz fest daran glauben, dass ich mit meinen Eltern sprechen möchte. Oder einfach nein. Oh. Ui. Das sieht aus wie so, als hätte die Scheiße gebaut. Schatz, wir müssen reden. Nonna, deine Mutter und ich waren sehr besorgt. Der Eindringling ist nicht besonders weit weg gelandet. Wir hatten nur Glück. Wenige Straßen weiter liegt alles in Schutt und Asche. Und als wir davon haben, dass die Schule attackiert wurde, sind wir fast verrückt geworden. Hörten. Gehört haben wahrscheinlich, ne? Zum Glück wurden wir schnell aufgeklärt. Ich weiß nicht, was wir gemacht hätten, wenn du... Es wir haben zwei Backöfen, weil wir reich sind. Mir leid. Also schnell. Ich konnte nicht früher herkommen. Jetzt bist du ja da. Ich traue mich kaum zu fragen, aber wie geht es weiter, mein Schatz? Mann, was ist denn los? Alter? Ich werde im Schloss leben. Ich muss ausziehen. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Darf ich euch nicht sagen? Das hat mir niemand gesagt. Geht euch nicht an. Nee. Ich würde sagen, ich werde im Schloss leben. Oder ich werde meine Pflicht erfüllen. Aber ich finde, die Pflicht erfüllen erklärt zumindest den Eltern am meisten, was ich machen muss. Weil, warum haben die zwei Öfen? Also, habe ich doch gerade gesagt, weil wir reich sind. Zwei Ofen. Und der Herd, weißt du, die haben eine Abzugshaube über dem Waschbecken. Weil die so heiß spült. Weil die so heiß spült. Aber eine Abzugshaube über dem Waschbecken finde ich super. ich werde meine Pflicht erfüllen. Das haben wir uns schon gedacht. Unter diesen Umständen ist es wohl unumgänglich, auch wenn wir dich lieber hier bei uns hätten. Schatz, wir wollen dir nicht im Weg stehen. Wie können wir dir helfen? Medi, so fängt's an. Erst getrennte Öfen und getrennte Bett. Danach. Ja! Macht euch keine Sorgen, seid nicht traurig, ihr könnt mich nur gehen lassen. Nein, ihr seid nur normale Menschen. Das Letzte ist immer so, ist so. Also meine Haare stammen eindeutig vom Vater. Und dabei hatte die Mutter was mit Postboten. Aber so dunkelblaue Haare habe ich auch nicht, ne? Das ist... Wahrscheinlich ist Limbus da so voll so mathematisch rangegangen und hat dann die Haarfarbenkombination von dem und von der gemixt. Das kam dabei raus. Ich möchte dich nicht enttäuschen, aber wenn du lila und gelb mischst, kommt nicht blau bei rum. Hallo? So, macht euch keine Sorgen. Mir würde helfen, wenn ich wüsste, dass du nicht so traurig seid. Oder es zumindest nicht. Oder. Ich es zumindest nicht sehe. Euch leid tut auch mir sehr weh. Was? Euch leid tut auch mir sehr euch weh? Euch leiden zu sehen tut auch mir weh. Euer Leid tut auch mir sehr weh. Wir werden stark sein. Wir verstehen, dass du dir keinen Kopf um unsere Sorgen machen kannst. Ihr werdet jede Woche einen ausführlichen Bericht... und Briefe von mir bekommen. Mama, Papa, ich bin nicht allein und ich bin auch kein Kind mehr. Stellt euch einfach vor, ich studiere am anderen Ende der Stadt und wenn ich wieder da bin, holen wir die ganze Zeit gemeinsam nach. Ein Studium bringt dich normalerweise nicht in Lebensgefahr. Kommt auf die, wie nennt man das? Universität? Nee, die Gruppen da. Meinst du Studentenverbindung? Die Studentenverbindung. Kommt auf die Studentenverbindung an, ob du in Lebensgefahr bist. Dennoch hast du recht. Wir sollten auch eine Studentenverbindung gründen. Du bist im Schloss sicherer als hier.
Du wirst hier immer zu Hause sein, Nanami. Bitte komm heil und so wie du bist zu uns zurück, sobald die Zeit reif ist. Wir verlassen uns darauf, dass du auf dich aufpassen und uns immer am Laufenden hältst. Aufpasst. Ich danke euch. Ihr seid die besten Eltern, die es gibt. Nanami-Puppe erhalten. Danke, Mama. Papa. Du hast deine eigene Puppe gekriegt, siehst du? Oh, ich bin so glücklich. Gebiet verlassen und bleiben. Hier hätte ich gern, also wenn du dir so unsicher bist, dass das Spiel halt so unsicher ist, dann hätte ich hier vielleicht im Wasser einen Speicherpunkt gesetzt oder so. Oder hier oben an den Turm. So weit kann ich gar nicht laufen. So, zu blau sollte ich hin. Du, Limbus, du schreist mich aber an, bevor ich nicht mehr weiterspielen darf, ne? So. Und wo ich dann hingehen soll, um zu speichern. Okay. Ja, dauert noch lange. Also im Wald kann man, glaube ich, speichern. Au. Im Zimmer auch. Nanami, ich hoffe, du hattest ein gutes Gespräch mit deinen Eltern. Eure Hoheit, es ist nicht leicht, aber es war mir wichtig, mit ihnen zu sprechen. Der Alltag deiner Familie ist erschüttert. Die anderen Mädchen haben das alle durchgemacht. Warum lachst du, Nafrashu? Das habe ich mir auch gerade echt gesagt. Ich bin mir sicher, alle werden sich daran gewöhnen. Danke, Prinzessin. Ihr seid immer so verständnisvoll. Das ist wohl der Grund, warum alle ihnen von ganzem Treppe. Herzen gegeben sind. Ah. Die unendliche Treppe des Willens. Und natürlich, weil ich die mächtigste Person in diesem Land bin. Bitch. Ohne mich von hier wegzubewegen. Ja, wird auch ein Grund sein. Der Grüne. Irgendwas mit dem Grün. Nanami. Grüne Runde? Du bist ein Bündnis mit einem sehr mächtigen Urdrachen eingegangen. Das ist eine große Ehre. Auch für mich. Hallo? Das war mein Verdienst. Ist er wirklich so besonders? Unsere Bündnispartner sind die Seelen alter Drachen, die vor vielen Generationen an unserer Seite gekämpft haben. Die Seele eines Drachen ist unsterblich. Sicher. Kennst du die Überlieferungen? Ja, wir haben das in der Schule durchgenommen und auch auf dem alljährlichen Drachenfest wird das an jeder Ecke durchgekaut. Als diese Stadt noch ein Dorf war, helfen unsere Freunde uns dabei, gegen den Feind zu bestehen. Seitdem können ausgewählte Menschen ihre Seelen zu sich rufen. Yoda. Ich weiß nicht. Yoda. Ich habe das Gefühl, der manipuliert die oder so. Mädchen, die dies können, nennen wir Magical Girls. Wir erhalten Teile der Macht des Partners und so kann dieser wieder auf den Erden wandeln. Sie sehen dies als ihre Pflicht an. Ihre Freundschaft zu uns übersteht Zeit und Fleisch. Ich frag mich schon länger, wieso werden nur Mädchen ausgewählt? Das hängt damit zusammen, dass der erste Auserwählte ein Mädchen war. Es hätte auch anders sein können. Außerdem wollen wir uns nicht der neumodischen Kram widmen. Weil das schon immer so war. Ist so. Drachenbuber, diese Prinzessin. Ja, wir werden uns nicht weiterentwickeln. Auch wenn die Blutlinie mittlerweile nicht mehr zurückzuverfolgen wäre, sind alle Magical Girls Nachkommen.
der gleichen Person. Ist immer noch ein bisschen zu laut, oder? Vor langer Zeit gab es unzählige von uns, aber mittlerweile immer nur vier zur gleichen Zeit. Die Kraft des Urdrachen hält die Barriere aufrecht und ist die Verbindung zu den Seelen der Drachen, nicht wahr? Dada meinte, man hört dich atmen. Seine Aura sei schwächer geworden. Ja. Das ist richtig. Das ist der Grund, aus dem es immer nur vier Magical Girls zur Zeit geben kann. Und bald werden es nur noch drei sein und so weiter. Bedeutet das, er wird sterben? Dann wird es keine neuen Magical Girls mehr geben? Der Tag wird kommen, dann wird jede Magie aus der Welt verschwinden. Und dann beginnt der Kapitalismus. Aber die Barriere, bis es soweit ist, wird es noch dauern, Mama. Höchstwahrscheinlich wirst du es nicht mehr erleben, aber ja, die Barriere wird fallen. Das ist ja schrecklich. Wir müssen was unternehmen. Eine nachhaltige Lösung. Es wird nur immer schwerer für unsere Nachfolger werden. Ich werde bald Besucher empfangen, Leute von außerhalb. Das wird nicht das erste Mal sein, dass sie sich so kurz vor dem Angriff angekündigt haben, ist sehr verdächtig. Wir werden vorsichtig sein müssen. Ich werde Gäste empfangen, aber ich sag dir jetzt schon mal, es ist nicht koscher mit denen. Also, Vorsicht. Ich hoffe, sie finden eine friedliche Lösung. Aber Prinzessin, diese Kreaturen kommen doch nicht von den Menschen von außerhalb, oder? Ich befürchte doch. Sie streiten es zwar ab, aber ich bin mir sicher, unser Feind bringt diese Kreaturen zu uns. Oder er schafft sie sogar. Mehr kann ich dir darüber nicht sagen, Nanami. Bitte verstehe das. Ich verstehe. Danke für eure Offenheit, Prinzessin. Konzentrieren wir uns erstmal auf das Hier und Jetzt. Du wirst heute mit dem Militär zusammenarbeiten. Deine Fähigkeiten sind für diese Mission am besten geeignet. Der General hat dich gezielt angefordert. Nach dem ersten Tag schon. Wahrscheinlich gehen wir U-Boot-Mission. Wahrscheinlich geht ihr mit Fahnen unter. Mit wehenden Fahnen. Mit wehenden Fahnen geht ihr unter. Irgendwie gruselig, wie gut man über mich Bescheid weiß. Ich bespreche mich ausführlich mit dem General. So sind wir gegenseitig auf dem Laufenden und kommen uns auch nicht in die Quere. Eine Prinzessin muss doch ihren Wachen im Auge behalten. Nicht wahr? Das macht mir Mut. Ich hoffe, ich werde den Erwartungen gerecht. Es geht um Eindringlinge, die sich während des Chaos beim letzten Angriff in die Stadt geschlichen haben. Die Barriere war für einen Monat oder auch einen Moment ausgesetzt. Ich wollte gerade sagen, du eskalierst aber komplett, ey. Sie müssen darauf gewartet haben. Ein weiteres Indiz für den Zusammenhang zwischen den außenstehenden Menschen und diesen Kreaturen. Von Zufall zu reden wäre da schon ziemlich blauäugig. Der blauäugige Drache mit eiskaltem Blick. Die Barriere ist seit Jahren nicht ausgefallen. Wir haben irgendwie das Eindringling. Sie haben irgendwie den Eindringling auf die Barriere geschossen und sind dann eingedrungen, ehe der Urdrache diese wieder stabilisieren konnte. Das Militär, die nun in der Stadt entdeckt. Du wirst die Mission, diese zu stellen, unterstützen. Seid ihr alle eingeschlafen im Chat? Menschen also. Feinde, geht nun deine Fähigkeiten verfeinern. Du hattest bisher kaum die Möglichkeit dazu, den Wald sollte ein guter Ort dafür sein. Danach begibst du dich zum Einsatzort in der Innenstadt. Ja, Eure Hoheit.
Ja, siehst du, beknackt und man schläft schon. Da fragst du mich. Lol, ich wollte jetzt sagen, ich gehe mal kurz in den Wald, um zu speichern, aber dann gehe ich einmal nach Hause, um zu speichern. Kannst du im Wald doch auch speichern? Ja, aber da soll ich jetzt hin. Ach so. Ja, aber ich kann den ja dann jetzt schon mal runterladen. Ich gehe einmal kurz speichern und dann lade ich das Spiel schon mal runter. Ist das jetzt das Projekt oder hast du das Projekt zu einem Spiel umgewandelt? Okay, Projekt, ja. Wie sieht die Puppe von uns aus? Ach, guck mal, die hat uns sogar in unserer Schuluniform gebracht. Und guck mal, Voldemort versteckt sich hier in der Ecke. Oh, das ist so niedlich. Ich möchte alle Puppen fangen. Fangen vor allem. So. Pinko, ich muss dich mal ganz kurz ausmachen. Entschuldigung. Weil die Webcam läuft über Discord. Und wer weiß, was dann jetzt für Dinge gezeigt werden. So. Das ist mein PC. Ja. 30 Sekunden. Dann ist der Gigabyte runtergeladen. Jetzt sind es 40 Sekunden. Also der downloadet das erst irgendwie temporär runter, dann kann ich auswählen, wo er es hinspeichern soll und dann macht er das temporäre zu einer Datei, deswegen. Wenn ich das Spiel jetzt privat spielen würde, ne, würde ich tatsächlich die Mauern wie speichere ich das denn? Neues von Limbus. So, das ist jetzt der Ordner. So. Dann gehe ich jetzt zurück auf dein Bildschirm. So. So. Dich wieder einblenden. Und spielen. Gespeichert. Ich denke so hart dran, dass sie so. Oh. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Die sind alle geschlossen. Hier leben vier Magical Girls. Ich habe jetzt ja eins gesehen.
Ja, die anderen sind schüchtern. Ja. Vor allem haben wir Blitz und Wasser. Wahrscheinlich gibt es noch Feuer und Erde. Oh, oder Feuer und Luft. Oder was ganz Crazyes. Mentalmagie und Psychokinese. Sie bewegt sich von einer kleinen Fledermaus, wie süß oder Vogel. Hey, guck mal, wie niedlich. Mal sehen, ob ich hier ein paar Spiele finde. Eine kleine Dusche wird niemandem schaden. Muss ich jetzt die linke Maustaste anhalten? Run. Run, boy, run. Ah, schade. Oh, wie schade. Ich weiß, war vielleicht richtig schwer, aber ich hätte es jetzt cool gefunden, wenn ich hier klicke, dass dann... Und nicht nur, wenn ich hier... Ja. Ja. Aber vielleicht schießt sie ja auch nur, wenn du das... Wenn du das dann Ziel hast. Ja. Mit mehr Zeit. Nee, Limbus, ich weiß, das waren auch nur 8 Wochen. Aber genau. Nee, das würde zum. Oh, ich hab's vergessen. Das kommt davon, wenn ich minimiert spielen muss. So. Ja, gut. Heißt das, ich habe jetzt alle Ledermäuse getötet? Weil ich üben wollte? So, nein, du hast sie geduscht. Du hast sie geduscht, hast natürlich. Du doch gesagt. Nasse Vögel fliegen ja auch so gut. Das ist eine Fledermaus, kein Vogel. Ich kann da raus. Habe ich einen Vogel verpasst? Oder kann ich den Pilz waschen? Ja, also ich habe jetzt schon eine, zwei gesehen. Ah. Ja, okay. Genau in dieser Reihe spiegelt mein Hintergrundlicht. Natürlich. Ja. Ich denke, das reicht. Ich bin gespannt, was genau das Militär das mich braucht. Zum Gießkanne. Kanakatana. Weiß ich noch. Okay. Oh, jetzt kommen wir in das Reichenviertel. Aber schönes Tutorial. Also gut tutorialisiert. Einheit M4. Ich glaube, das sind einfach Menschen mit Gasmasken. Deswegen klingen die ja so. Ach so. Wenn auch nur ein Mensch. Ja, das bin ich. Kurz zum Ablauf der Mission. Sie bleiben während des gesamten Eingriffs im Wagen und behalten den Monitor vor sich im Auge. Es befinden sich noch Zivilisten im Gebäude. Es sind ausschließlich vereinzelte und gezielte Feuerstöße erlaubt. Hat er da ein Schild in der Hand oder Skateboard? Schürhaken. Nee, der eine hat eine Wasserpistole in der Hand. Cooles Design. Und das Wichtigste, keine Drachen oder vergleichbar mächtige Magie. Wir sind hier, um Gebäude zu säubern und nicht, um es zu zerstören. So, habt ihr dann jemanden mitgebracht, der Drachenmagie beherrscht? Weil er säubern kann. Sie werden mit Übertragungen der Drohne von außen und den Kameras, die jeder an sich trägt, versorgt. Ein Betreten des Gebäudes ist ihnen nicht gestattet. Oh. Das sehe ich jetzt nur hier im Verlauf. Ich glaube, wenn man tippt. Also, hier, Nafraju hat gerade 25 Euro Trinkgeld dagelassen. Als Tipp. Ich weiß nicht, was Tipp ist.
Tipp ist Trinkgeld? Ja, klar. Ich glaube aber, wenn man bei unserem Kanal ganz runter scrollt, steht da ja irgendwo Geld ist lost. Und da spendet man über unseren PayPal, den wir beide eingerichtet haben. Haben wir PayPal? Ja, wir haben Let's Lost Together PayPal. Ach Und was. wenn dein Mikro wieder kaputt ist. Ne? Das dauert nicht mehr lang. Aber ich glaube, das wird angezeigt, aber Angaben ohne Gewähr. Aber vielen Dank, Nafrajum. Verlassen Sie unter keinen Umständen den Wagen. Wir wissen nicht, was der Feind vorhat. Ein Magical Girl ist zu wertvoll, um sie in den Front zu schicken, wenn nicht nötig. Aber sie gehen doch auch rein. Korrekt. Sie gehen rein und Sie nicht. Das ist äußerst wichtig. Wir haben einen Bericht über Ihre Fähigkeiten erhalten. Sie können uns aus dem Wagen helfen. Können wir durch Glas schießen? Wir können sogar durch Wände schießen. Ihre Distanzangriffe sollten das gesamte Gebäude erreichen können. Halten Sie dem Team den Weg frei. Schalten Sie Hindernisse und Feinde aus. Das ist alles. Ich hab verstanden. Animal-Distanz-Modus. Linke Maus. Guck mal, wir haben schon wieder eine Halluzination von der Tastatur. Ist krass, ne? Die Frau ist zu viel am PC, ich sage dir. Ich persönlich, das ist jetzt eine ganz, ganz persönliche Sache von mir. Das ist Meckern auf hohem Niveau. Über alles ist deutsch. Und dann steht da auf dem Shift einfach Run. Ich weiß, da haben nur drei Buchstaben reingepasst, aber so das einzige Englische hier in diesem. Ach so, ich Unsere dachte, jetzt kommen Anzüge und News. Schilde sollten den meisten gegnerischen Kugeln standhalten können. Behalten Sie immer die Fronteinheit im Auge. Sollte die Schildeinheit fallen, ist die Mission gescheitert. Der setzt mich doch nicht unter Druck. Bloß kein Dieser Druck. Knopf hier. Wo stehe ich? Instant Tod. Ach so, ich kann tatsächlich durch Glas und durch Wände schießen. Das ist der Hammer. Ohne dass ich sehe, was passiert. Oder kann ich durch Wände gucken? Alles, was Sie wollen. Im Laufe der Mission Alles, werden was wir Sie die nächsten wollen. Stationen statt. Die Freigabe wird entsprechend gegeben. Ja, aber okay, Monitor, aber wer hat denn hier eine Kamera dabei, wo das Monitor übertragen wird? Die Drohnen. Bodycams im Habe ich Büro. vorgelesen, hörst du nicht zu? Echt? Hast du das echt vorgelesen? Ja. Oh ja, ich war gerade wegen dem Trinkgeld Wir abgelenkt. zählen auf Ihre Unterstützung. Einheit F4. Hören Sie zu. Ich würde in dieser Mission schon mal verkacken. Zu Befehl. Wir sind zum Scheitern verurteilt. Alle Einheiten bereit. Du hörst dich wegen dem Internet aber gerade wirklich an wie ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Oh. Pinko klingt gerade wieder mechanisch und jetzt eingefroren. Ja, sage ich ja. Ach Internet. Mann. Oh, dein Video, dein ist auch stehen Ja, was heißt eingefroren? geblieben. Geh noch mal raus und rein. Aber das wird wahrscheinlich Ich nichts gehe bringen, gleich ne? nach Hause. Nee, bitte nicht. Sie arbeitet wieder am Teleporter. Du bist allein hier. Lade Freunde ein. Wenn das bei dir wieder dieses NFC-Ding ist, dann musst du den Computer neu starten. Das habe ich ja auch manchmal. Ja, das gehört zum Projekt von Limbus, dass Kameraübertragungen gestört werden. Bin ich wieder da?
Ja, du bist wieder da. Hallo. Hallo. Kannst du auch wieder ein Bild senden? Ich habe, warte. Ja, habe ich. Du bist immer noch sehr mechanisch. Warum? Zugriff. Tuchel. Ja, also Zugriff. Also ist das jetzt Moorhuhn? Habe ich das richtig verstanden? Kann ich mich bewegen? Ich Heute kann mich schöner bewegen. Götterfunke. Ich sehe aber nichts. Ich sehe, du musst nach vorne. Was Ja. machst du da? Lass mich. Und ich sterbe. Ja, ach. Die Mission ist gescheitert. Danke, du Arsch. Ach, jetzt erklärt er das schon wieder. Das lese ich jetzt nicht vor. Du sollst die Fronteinheiten im Auge behalten. Ja. Ja, heißt leck mich am Arsch. Würde ich gern. Nee. Ja, mich hat das ein bisschen fertig gemacht, dass hier muss ich rechts gedrückt halten. Weil hier macht er denn jetzt nichts und hier jetzt, ja. Aber das geht runter, ne? Das geht trotzdem voll krass runter. Ich drücke die ganze Zeit rechts. Spinneneinheiten bereit, schützen Sie sie, bis der Dach erreicht hat. Die Notfallsteuerung des Tors befindet sich dort. Verstanden! Hören Sie mich, Einheit M4. Ihnen wurde der Einsatz einer Spezialaktion gestattet. Achten Sie auf Ihr Timing. Probieren Sie es aus. Das ist so krass, was du aus dem RPG Maker rausholst. Timing? Ihr Schild wird mich beschützen. Allerdings sollten Sie es aufgrund der Entfernung nicht dauerhaft stabil halten können. Entfernen Sie sich nicht zu weit von mir. Leertaste. Okay. Hast du gehört? Ich hab sie im Auge. Und ah, okay, wenn die anfangen zu schießen. Verstehe. Okay. Nochmal drücken kann ich die aber nicht ausmachen, ne? Die bleibt dann nur eine Weile an. Ob ich in RPG-Maker spiele. Der verliert aber viel zu schnell Energie. Was? Das nennt man Schwierigkeitsgrad. Was machst du da? Du stirbst. Tod. Ende. Aus. Kaputt. Diese Einheit hat sehr viel gekostet. Geben Sie sich Mühe. Sie bezahlen das von Ihren Steuergeldern. Aber guck mal, der verliert. Also sobald. Ich habe vergessen, Sie zahlen ja keine Steuern. Sie sind ein Magical Girl. Ha, ha, ha. Ihre Eltern werden Ihnen danken. Sobald Magical das könnte klar, sowieso also das sexy ist. voll. Ach, hier ganz oben. Wo ist denn mein Die letzten schon wieder. Spinneneinheit nimmt schon Stellung auf dem Dach ein. Gute Arbeit, M4. Weiter so. Geben Sie sich mehr Mühe. Halt's Spinneneinheit Maul. hier. Betreten nun das Zielobjekt. Schalten Sie jedes Hindernis auf dem Weg nach oben aus. Diesmal wirklich, bitte. Ihnen wurde eine neue Spezialaktion freigegeben. Sie können
die an meinem Körper angebrachten Adrenalindosen aktivieren. Das finde ich nicht gut. Mein Körper sollte 3 Schübe verstraffen. Setzen Sie diese also nur ein, wenn unbedingt nötig. Das ist Heilung. Aber das wird sie nicht heilen. Ich glaube nicht, nein. Es wird mir ermöglichen, weiterzumachen. Es zählt die Mission. Konzentrieren Sie sich, M4. Was? Was sagt für ein Schuh? Das wird auch wieder. Ich hab ihn mit Schuh. Hallo. Schübe hält er aus. Ja, ist ja gut! Zeigt der Himmel hier noch anders aus? Also hier hätte ich die Texteinblendungen weggelassen. Das sind bestimmt wieder die letzten. Oh, ist so knapp! Nein! Was habe ich falsch getan? Immer nur heilen, wenn rot. Wenn das rot. Ach so, ja, der hat das heilt doch nicht. Oh lol, der Blind ist tot geblieben. Was sieht denn hier? Kannst du mir nicht erzählen. Hä? Ach, schießt der jetzt, weil ich ihn nicht getötet habe und er schon tot war, ja? Bug, keine Ahnung. Ich konnte die jetzt nicht töten, weil er schon tot war. Schüsse aus dem Jenseits. Wut. Ja, laden. Ja. Hast du wenigstens hier nach jedem Ding so ein Speichern gemacht oder nicht? Oh, okay. F5. Ach so. Nee. Ich wollte das Alien nochmal leiden sehen. Einfach nur aus dem Grund, das war dein Fehler. Die Aliens haben verdient. Nein, die Menschen. Die Menschen mit Gasmasken haben verdient zu sterben. Toll. Magical Girls sind so ein Spaß, Yippie. Aber dann weißt du, diese eine Figur wird nicht resettet. Das ist so der Hammer. Nein! Ich sollte die ganze Zeit üben. Der wird jetzt verletzt, obwohl der gut war. Oh, ich wollte jetzt mit Mausrad runter nach unten drehen. So wie bei einer Website. Lol. Ja. Okay, nur heilen, wenn er rot ist, verstehe. Ah. Lol. Ich dachte, ich hätte jetzt schon wieder kaputt gemacht. Aber dafür, dass du so unglaublich mutig bist und so viel hier eingebaut hast,
Ach, jetzt habe ich eine Fähigkeit. Oh, nee, Textbox hätte. Nee. Ich habe jetzt einen Adrenalinschub gegeben, weil ich die Textbox weggeklickt habe. Mit dem Doppelklick. Schildeinheit am Zielapparat erreicht, warte auf Formation und... Verdammt, der Kontakt ist abgebrochen. Ich werde mit einer weiteren Einheit zur Verstärkung kommen. Ich komm mit! Negativ. Sie bleiben, wo sie sind. Das ist ein Befehl. Zu Befehl. Mir reicht's. Ich werde nun gehen. Ich bin hier, um zu helfen, nicht um abzuwarten. Tote. Haare waschen. Bisschen Tote bewässern. Massieren. Betrauern. Anima Distanzmodus. Linke Maustaste an. Einheit M4, Sie hatten den Befehl zurückzubleiben. Der Kontakt war abgebrochen und somit kamen keine Befehle mehr durch. Ich konnte die Situation nicht einschätzen. Ich werde sicher nicht einfach nur warten. Das wird Konsequenzen haben. Halten Sie sich im Hintergrund. Wir können die Fähigkeiten von Einheit M4 gut gebrauchen. Nicht feuern, verhandeln wir. Stellen Sie sich und händigen Sie das Mädchen aus. Mädchen? Ihr werdet die nicht anrühren. Vorher erledigen wir euch alle. Überblicken Sie doch die Situation. Das ist unsere letzte Warnung. Wir haben alles getan, um in dieser Stadt zu gelangen. Wieso lasst ihr uns nicht einfach in Ruhe? Ihr habt uns angegriffen und das Chaos genutzt, um einzudringen. Ihr seid unser Feind, keine Besucher. Waffen runter. Für euch ist jeder von außerhalb dieser Stadt euer Feind. Wir haben unser Zuhause verlassen, um hier ein Leben anzufangen. Indem ihr alles als kleine Armee und schwer bewaffnet ein Haus besetzt. Zufälligerweise gemeinsam mit einem riesigen Eindringling. Natürlich wussten wir von dem Angriff. Wir haben die Chance genutzt, hereinzukommen. Aber ohne böse Absichten. Wir mussten uns verstecken. Ihr seht doch jeden als Feind. Hättet ihr uns nicht gefunden und in Ruhe gelassen, wären wir niemals aufgefallen. Ich sterbe lieber, als zurück zu müssen. Zurück? Wohin? Außerhalb der Stadt gibt es doch keine Menschen, oder? Ein Magical Girl, wie ich sehe. Erfahrt ihr nur das Nötigste, Es gibt außerhalb keine Menschen, weil ihr uns nicht als solche bezeichnet. Wir haben das Recht, hier zu sein. Das reicht. Hören Sie nicht auf ihn, Einheit M4. Ein letztes Mal, Waffen runter. Geht einfach. Sonst wird es schlecht für euch ausgehen. Das ist gutes Storytelling. Das reicht. Feuer eröffnen. Wir suchen erstmal eine freie Lösung und eine friedliche Lösung. Der Typ sagt gerade die Wahrheit. Schießt auf ihn! Amerikaner. Shit, halte mich. Kann ich uns abschießen? Nee.
Ich werde hier zu einer Handlung gezwungen, die ich nicht möchte. Ich lege mein... Das ist sehr süß. Ich lege mein Veto ein. Ziele sind markiert, aber du hast sie sicher gesehen. Ich weiß, dass die Ziele markiert sind, aber ich weigere mich, jemanden zu töten, der Schutz in einer Stadt sucht. Aber gut, wir spielen ja nicht mich, sondern dieses Magic Girl, das glaubt, was man ihr erzählt. Genau. Was ist denn los? Hanako, bleib unten. Alles ist in Ordnung. Aber Liebster, was machen diese ganzen Leute hier? Soll ich einen Tee zubereiten? Das ist ja wie Drusilla, ey. Ziel bestätigt. Ziele? Das ist ein Mädchen. Helfen wir ihr? Wenn ihr sie anrührt, wird meine Rache eure Seelen für alle Ewigkeit heimsuchen. Sind das böse Leute? Wieso bist du so aufgeregt? Ich mag das nicht. Beruhig dich, alles ist in Ordnung. Diese Leute werden jetzt gehen. Bitte. Waffe runter und ergeben. Hände und sofort das Ziel aus. Niemand schießt. Ihr könnt keine Geiseln erschießen. Das ist keine Geisel, sondern ein Eindringling. Verschwindet. So laut. Ich mag das nicht. Geht weg. Was ist passiert? Oh, Telekinese platzen. Sie darf kein Bündnis eingehen. Aha. Bündnis? Ist es etwa ein Magical Girl? Du hast den Arcade dort. Für Arcade ist da zu wenig Münzen neu reinwerfen drin. Und in Deutschland sind auch keine Arcade-Automaten erlaubt. Wegen dem Gesetz damals. Deswegen ist Deutschland so weit unten und hatte keine Spielhallen, was das Gaming angeht. Bestätige den Abschuss. Ich bin nicht fit damit. Sie haben sie erschossen. Alter, Resident Evil 8 lässt grüßen. Also, Black Desire sagt, Arcades sind was ganz anderes als Spielautomaten. Verdammt, Einheit M4, unterstützen Sie mit einem Schild und nehmen Sie das Ziel unter Feuer. Naja, Spielautomaten sind erlaubt, Arcade-Automaten nicht. Habe ich ja noch nie gehört. Also das bitte später ausdiskutieren, Speedy. Du machst gerade genau das, was du das letzte Mal bei Don kritisiert hast. Ja. Lasst sie in Ruhe. Tötet den Eindringling. Hat der wieder irgendwelche Adrenalinspritzen, die ihm geben kann? Ich kann hier aber nichts anderes machen. Leertaste macht Schild. Wahrscheinlich hätte ich jetzt diese Doten gebraucht. Kann aber kein Schild mehr benutzen. Hatte ich nur ein Schild?
Hanako. Ich verstehe das alles nicht. Das ist unsere Chance, Einheit M4. Neutralisieren Sie den Feind. Sie weint. Das ist ein Befehl, Feuer. Ich hab nur Wasser. Nein, was soll ich tun? Schalten Sie den Eindringling aus. Das Ziel darf unter keinen Umständen entkommen. Sie zieht mich an. Was passiert wieder? Ich muss sie herauslocken. Stellung nicht verlassen, Reinhard M4. Das ist ein Befehl. Nutze A und D für entsprechende Richtungen und kämpfe dir den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Ich verstehe. Das erinnert mich an Metal Gear. Cooler Moment. Schöne Sachen mit dem Treppenhaus. Nee, ist okay, dass das fester Bestandteil der Story ist. Gibt ja die Spiele, wo man selber eine Handlung machen kann, aber das war ja jetzt hier von Anfang an nicht so. Deswegen ist das voll okay. Man spielt halt die hier und die hat halt noch was zu lernen. Ist vollkommen okay. Man muss heutzutage nicht jedes Spiel mit bewegst du dich so oder so machen. Ich hab's kommen sehen. Am Arm. Sind alle tot. Halleluja. Kann ich schießen? Nein, ich kann nicht schießen. Da ist das knapp. Ich bin so froh, dass ich so schnell rennen kann wie sie und unendlich aus. Dauer. Nanami, geht's dir gut? Akako? Ist es tot? Absolut tot. Ich hab's brechen gespürt. Jetzt bereue ich die Frage. Die Prinzessin hat mich geschickt. Sie war davon ausgegangen, dass sie das Mädchen töten können, bevor es sich verwandelt. Aber dann hätte ich ja mit sollen. Sie wusste davon? Akako, das war ein Magical Girl zwischen den Eindringlingen. Was hat es damit auf sich? Wahrscheinlich ein Mädchen vom Außerhalb, das gezwungen wurde, ein Bündnis einzugehen. Tragisch, was dabei herauskommt. Aber wir haben den letzten Urdrachen bei uns. Wie könnten diese Leute Kontakt zu den Seelen der Drachen aufnehmen? Außerhalb der Barriere funktioniert das nicht wirklich. Und auch für Außenstehende wäre es innerhalb nicht möglich. Ich denke... Was denkst du, Akako? Sie haben einen Weg gefunden, um seine Art Bündnis zu erzwingen. Sie muss eine Auserwählte von außerhalb gewesen sein, die dafür herhalten musste. Aber wer oder was antwortet auf jemanden, der keinerlei Magie in sich trägt und gezwungen wurde? Die Drachen haben sich nur der Stadt gegenüber verpflichtet. Auch unsere Freunde haben Feinde. Du kennst die Geschichte. Die Außenstehenden müssen die Nachfahren jener sein, die sich gegen die Drachen stellten. Der Teil der Menschheit, der nicht in der Stadt bleiben wollte. Diejenigen, die uns und unsere Freunde, die Drachen, hassen.
Sie fanden einen Weg, eine Verwandlung zu forcieren. Das Resultat bekämpfen wir seit eh und je. Du meinst, die Eindringlinge waren alles mal Menschen? Sicher. Unser Feind zwar, aber ja, Menschen. Wer antwortet auf die Bündnisfrage und wieso? Ist zu viel für mich. Das weiß ich auch nicht. Komm, wir müssen unseren Bericht beim Eierkopf abgeben. Bringen wir es hinter uns. Ja, Akako. Oder Akako? Danke für die Hilfe und für das Gespräch. Was passiert mit ihr? Man wird sie holen, wahrscheinlich verbrennen, ehe ihr Blut abläuft. Gehen wir zur Militärschule. Hm. Ey! Das ist eine Puppe, ich will dich haben. Militärschule, das ist keine Fabrik, okay. Wir können aber auch nur dahin. Einheit M4 und Einheit M2. Es ist wichtig, dass der Bericht jetzt erstellt wird, solange alle Bilder noch frisch sind. Fühlen Sie beide sich in der Lage dazu? Einheit M2, Sie kennen das Prozedere ja bereits. Bla bla ja. Ich kenne das und es nervt mich jedes Mal. Ich bin müde und Nanami auch. Bringen wir es hinter uns, Alter. Ja, ich bin bereit. Akako, schreib doch bitte nicht so. Man muss klar und deutlich mit dem General reden, damit er genervt ist und uns endlich gehen lässt. Der hört sonst nie auf zu fragen. Wirklich? Wir sind bereit für Ihre Fragen und um sie zu beantworten. Einheit M4, Sie waren zur Unterstützung eingeteilt, um meine Soldaten zu schützen. Dabei war es Ihnen gestattet, selbstständig gefährliche Ziele auszuschalten. Dies war Ihre erste Zusammenarbeit mit dem Militär. Wie haben Sie das Ganze allgemein empfunden? Sprechen Sie frei und ohne viel zu über... Ist das ein Typ von der Presse? Ich war etwas überfordert, es hat mir Spaß gemacht, alles war neu für mich. Ich war zwar ein bisschen überfordert und es hat auch echt Spaß gemacht, aber es war eher sehr neu für mich. Neue Dinge. Ich denke, normal. Es war ihr erster Einsatz mit Hund. Man kann nie perfekt vorbereitet in eine unbekannte Situation eintreten. Für eine eventuelle zukünftige Zusammenarbeit hätte ich gerne ein genaueres Bild von ihren Ansichten. Ihr Magical Girl setzt euer Leben ohne Frage für diese Stadt ein. So gesehen ist jede von euch die richtige Wahl für uns. Allerdings neigen manche von euch zu Einzelaktionen. Wäre es für sie denkbar, sowas in Zukunft komplett zu unterlassen? Nein. Wäre unmöglich. Ich kann mich bemühen, entscheide spontan, nach bestem Gewissen. Auch ich entscheide das spontan. Es ist wichtig, dass Befehle befolgt werden. Ihr eigener Kopf ist während einer Mission nur aktiv, um Befehle umzusetzen. Nein. Es kann nicht jeder seinen eigenen Plan nach Grunddüken umsetzen. Das würde eine einheitliche Koordination unmöglich machen. Ja, und sowas wie vorhin verschweigt er mir dann. Das sollten sich einige von euch mal zu Herzen nehmen. Ich mache, was ich will, du Eierkopf. Das weiß ich, Einheit M2. Darum bekommen sie auch nur Hau-drauf-Aufgaben. Wir wollen sie schließlich nicht überfordern. Ich bin kein dummer Hund. Ein Hund hätte wenigstens die Würde zu gehorchen. Pingu? Ich hau dir auf die Schnauze. Es hat nicht reagiert, ich hatte mich gemutet. Versuchen Sie es. Akku, beruhig dich. Schwesterchen, du hast recht. Die Prinzessin wird sauer, wenn wir hier nicht ordentlich antworten. Bringen wir es hinter uns. Schreib. Eine letzte Thematik. Einheit M4. Sie haben sich im späteren Missionsverlauf gegen direkte Befehle verhalten. Sicher verstehen Sie, wie gefährlich sowas für alle Beteiligten sein kann.
Stellen Sie sich vor, wir hätten das Gebäude mit Luftkrallen versehen. Sie wären direkt hineingelaufen und hätten sich und somit sich und somit die Sicherheit aller Bürger in dieser Stadt gefährdet. Es war meine Pflicht, ja, ich war meine Pflicht schon wieder. In einem solchen Fall gilt es, Stellung zu halten und auf Verstärkung zu warten. Ich werde dies als Unerfahrenheit und nicht als Ignoranz dokumentieren. In Zukunft sollten Sie allerdings jedem Befehl befolgen. Der Plan bestimmt Ihr Verhalten, nicht Ihre Auffassung der Situation. Ich danke euch beiden, das reicht, um den Bericht fertigzustellen zu können, und sobald er fertig ist, wird eine Kopie an die Prinzessin weitergeleitet. Auch wenn ich hoffe, dass dies nicht nötig sein wird, hoffe ich, dass wir in Zukunft wieder zusammenarbeiten werden. Der Feind wird sicher nicht müde, uns anzugreifen. Herr General, bitte beantworten Sie jetzt auch meine Fragen. Hä? Nun, das ist neu. Ich werde Ihnen beantworten, was ich kann und darf. Diese Leute, einer von ihnen hat behauptet, sie seien von außerhalb der Stadt gekommen, aber wir leben hier geschützt und dieser, da ein Leben außerhalb nicht möglich sei. Was? Ich glaube, ich habe falsch was Wort. Wir können so viele Menschen von außerhalb so alt werden und mit unbekannten Waffen aus einer Umgebung kommen, in der ein Leben angeblich nicht möglich ist. Darüber wissen wir nicht besonders viel. Schon als diese Stadt ein Dorf war, hat die Barriere des Urdrachen uns geschützt. Ursprünglich ärgerten sich unsere Vorfahren mit feindlichen gesinnten Drachen herum. Der Feind heute hat zwar nichts mit Drachen gemein, ist aber ebenso sehr gefährlich. Ist der letzte längere Textpassage. Gilt das noch für wichtig? Ja, ich bin das gerade auch gespannt. Ich bin nur ein bisschen müde. Ich auch. Ihr selbst seid unter ständigen Angriffen von außerhalb aufgewachsen, genau wie ich und meine Familie vor mir. Halb. Ja. Die sich gegen unser Land und unsere Freunde, die Drachen, entscheiden. Sicher hausen sie in primitiven Beuten und leben, Bauten, und leben von der Hand in den Mund. Ihr Neid und Hass bringt sie dazu, und unseren den wohlverdienten Zustand nicht zu gönnen. Wohlstand. Ja. Ich würde auch vorschlagen, also haben folgende Möglichkeiten. Wir beenden das Projekt gleich, also den Stream auf jeden Fall. Und dann haben wir die Möglichkeit, das am Donnerstag weiterzumachen. Oder wir machen das gar nicht weiter, was ich blöd fände. Ich bin für Donnerstag. Ja. Dann würden wir das gleich bei dem nächsten Speicherstand am Donnerstag weitermachen. Weil Mr. Beknackte Mann sagt auch ja Donnerstag. Ja. Pinko hat Arbeit. Wir müssen gleich ausmachen. Ja. Ja. Donnerstag weiter, ja. Pinko hat Arbeit. Siehst du, sind alle dafür. Mhm. Pinko hat Arbeit, Entschuldigung. Ja, ich hab Ferien. Und? Aber das ist doch alles sehr lange her. Wieso finden keine Gespräche mehr statt? Wir können doch sicher eine Lösung finden, mit der alle gut leben können. Die Stadt kann ausgebaut werden und der Urdrache wäre auch etwas entlastet. Möglich wäre so eine Lösung sicher. Es fanden und finden Gespräche statt. Die Prinzessin empfängt vereinzelt Botschaften und Leute von außen. Und es kam auch immer wieder zu kurzen Ruhephasen und Waffenstillständen, aber früher oder später finden die Angriffe wieder an. Dinge. Es wirkt fast, als würde etwas diese Leute immer dann aufzwiegeln. Aufzwiegeln? Das Wort ist süß. Aufzwiegeln? Wenn eine Lösung kurz bevorsteht. Unser Militär und auch ihr bezieht eine Stellung in der Stadt. Jeder Kampf wird also von außen erzwungen. Ihr solltet kein schlechtes Gewissen haben. Ja, aber die wollen doch sicher nur Schutz in unserer Blase. Was diese Wesen angeht, kann ich euch nicht viel Neues sagen. Diese Kreaturen reden nicht und bei Sichtkontakt sofort zu eliminieren. Alles Weitere fragt doch die Prinzessin. Und nun abtreten. Ich habe noch einiges zu tun. Die Missionsdaten werden uns helfen, zukünftige Abläufe zu optimieren.
Eierkopf. Mir fällt gerade ein, wir bräuchten Unterstützung beim Klärwerk. Ich sollte bei der Prinzessin anfragen. Komm, Nanami, wir gehen jetzt. Ja! Wie kann ich am besten sprechen? Jetzt kommt die allerlängste Sequenz ever. Im Zimmer, ja. Ins Zimmer wollte ich jetzt auch gehen. Boah, vielen Dank, dass ihr bisher hier gewesen seid. Und Alter, dieses Projekt. Danke dafür. Gespeichert? Ja. Ja. Okay. Und ich bin froh, dass wir das mit den Videos beheben konnten. So. Also. Sehr gerne. Sehr gerne. Donnerstag machen wir dann weiter. Und wenn wir dann damit durch sind, fangen wir direkt Shadows Projekt an. Und machen das dann auch so. So. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht. Wenn ihr von dieser Insel runter wollt, müsst ihr ein bugfreies Projekt einreichen. Und das wird den Motor dann zum Laufen bringen. Und auf dem Meer werdet ihr dann... Ich habe den Namen vergessen von dem Typen. Konfuzius. Ah, werdet ihr dann Konfuzius treffen, der auf euch sagt, der auf euch sagt. Danke, Limbo, für dieses tolle Limbo, vor allem Limbus für dieses tolle Projekt. Es wird Zeit, dass wir ins Bett gehen. Wir sind alle durch. Ciao, Leute. Tschüss.